Freunde des Versteckens, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Nono des Goblin-Jahres! Mit dabei heute fünf. Der Goblin hat sich versteckt! Ja, vier Detektive, nachdem ich beim letzten Mal geschafft habe, Mutter zu besuchen bei der 91. Hallo Mama, ich liebe dich. Heute ich wir verstecken uns. Bram sucht uns. Das finde ich auch gut. Das wäre schön. Ach ja. Genau, deswegen haben wir vier Detektive mit dabei heute. Wird das Ganze wahrscheinlich nochmal einen Ticken schwerer machen. Ich bin sehr gespannt. Ja, das ist die letzte Folge, wo Sepp so auf Bram die Schnauze geflogen ist? Bedenken, ja. Wir haben einen super Detektiv Jonathan Holmes dabei. Das wird schwierig. Letzte Mal ihr 100%ige Gewinnchance, ja? Ja. Ich habe das nur für Friendly Fire gemacht. Okay, bravo. Ja, dann wir müssen starten, genau. Ja, und Christian fängt dann anfangen? Christian fängt an, im Uhrzeigersinn. Nee, ich fange an, oder nicht? Ja, nee, wir müssen ja noch ziehen. Achso, mit dem Hinsetzen, ja. Ja, genau. Ziehen und hinsetzen. Das ist, da oben so eine schöne Karte, oder was? Genau. Setzen wir uns als erstes hin und ziehen dann, oder setzen wir ziehen? Nein, du setzt dich erstmal hin. So, pass auf, ich gehe auf die 13. Okay, dann geht Jay auf die 141. Alter. Oh, guck mal, ich bin direkt auf einem Terminal. Ich kann jeder? Ach, ich hab die 144 gefunden. Wo ist die fucking 101? Hier ist der Stapel, ne? Ja. Jeder geht zu 91. Nein, ist Mama! Ist das gut verteilt? Ist das gut? Ah, oh, das ist gut für Brams Mama! Oh, in Flagranti! Hallo, Frau Brammen! Bam! 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 Peter ist noch da. In Flagranti. Warum zur Hölle ist da die 141, wenn da die 144 ist? 197. Ach du Kacke, ey. Moment, stimmt, hast du bei voll vielen Sachen. Du hast ja 196, 197, 198, ja, 184, 185, 86 und dann mussten die 89 zu 87 ja, das da. Ja, auch gar nicht mehr. 88. End. Ja. Vor allem, ich finde auch geil, wie gezählt wird. Hier ist die 140, dann kommt da die 141, da 142, 143, 144 da und dann geht's hier mit weiter. Okay, ja gut. Ja, war irgendjemand besorgt. Vielleicht ist das in der Reihenfolge aufgeschrieben worden, wie die quasi mal ursprünglich gegründet worden sind. Weißt du, das hier oben war die erste. Meinst du, gibt's wirklich? Das ist die erste Straße, ever in ganz London. Da hat die London heißt, angefangen. Die heißt auch First Street. Da hat damals Mrs. London Mr. London gebankt. Ja, das Mr. London war damals, ja genau. Okay, ja. Mrs. Wir haben London. Jetzt, also wenn Bram im Westen ist, London sich den Schnurrbart rasiert. So, also. Bram fängt an. Gut, Bram fängt an. So, da stehe ich. Und die Karten können wir ja nochmal wegtun, ne? Wobei, können wir auch hier liegen lassen. Eigentlich ist mir egal. Können sie auch liegen lassen, ist ja egal. Ja, ihr müsst jetzt blindfolden. B. Ich sehe nichts. So, der Bram, der darf sich jetzt schön aussuchen. So, für alle, die nicht mitbekommen haben, ich stehe hier, ja? Aktuell. So, ah, ein, okay, ich hab's gesehen. Ein. 50 also. Da ein und da ein. Das heißt, da, Bram. Oder da? Nee, ein höher. Da? Nee, das war nach rechts. Nach links aus meiner Perspektive. Nee, das war viel zu weit. Ein Stück runter. Nein, jetzt hab ich, hier kann ich irgendwas kann ich eigentlich aus ja, da bist du auch den Tisch flippen. Hier kann ich irgendwas hochheben. So, also wir werden logischerweise erstmal schön mit dem Taxi fahren. Ne? Ach, Taxi, Schmaxi. Lüge. Lüge. Kann ich irgendwo buzzern? Kann ich da, das wirklich machen? Dass ich das anfechte. Kann ich auch machen. Ist ja immer ganz wichtig. Dürfen wir nicht verchecken. So. Scheiße, was war die Nummer? Okay. Oh, Alter. Da hat jemand den Table geflippt. So, das heißt, wir stehen da und damit sind wir fertig. Free time. Okay, Bram ist durch. Mit dem Taxi. B. Dürfen wir wieder B drücken? Ihr dürft B drücken, ja, Entschuldigung. Wenn Bram sagt, er ist fertig, dann drücke ich B. B wie Bram. Hab extra jetzt auf meinen Zeiger da hingelegt, wo ich gerade stehe. So, Christian da. Christian macht seinen ersten Zug. Moment, ja, super. Ich will ja nichts sagen, aber da sehe ich einen Strich. Bei dem Taxi. Oh, Bram. Ja, nichts sagen. Ist nicht so gut gelegt. Das ist bestimmt zum Ablenken. Der hat einen Pfeil dahin gemacht. Wollte ich nur mal kurz so sagen. Ja, vielleicht ein bisschen kleiner schreiben, bitte, das nächste Mal, Bram. Ich mag ja nochmal Blindfold. Willst du das nochmal korrigieren? Ja, ich korrigiere es nochmal. Ich leg's nochmal. Also, ich würde daraus schließen, es ist dreistellig, weil du nicht genug Platz hattest und es ist eine 1 am Anfang. Ja, es war eine 1. Das sind nämlich schon ganz schön viele Tipps jetzt. Nee, das geht aber nicht. Der lockt ein quasi an die Stelle. Ja, dann radiert er an der Stelle weg. Nein, die Seite weg. Oder ist das dein einzige? Liegst du auf der 1? Ist dann die ganze Zahl weg. Kann ich tun, ich muss so groß schreiben. Ja, ich muss das machen. So.
So. Das wäre jetzt der Oberschild, wenn das einfach die 10 wäre. Alle denken jetzt, oh, das ist die 100. Könnte auch die 11 oder 12 oder 13 oder 14 oder 15 oder 16 oder 17 oder 18 oder 19. Ja. Das, hast du schon korrigiert? Das kann auch eine 7 sein. Jo, stimmt. Nee. Ihr dürft. Ja. Okay, wir dürfen. Ah, okay. Okay, kann theoretisch alles korrigiert. Sein. Also. War eindeutig. Ich würde jetzt eingehen, wenn Bram sagt, bei uns. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er 100 ist, vor allem, weil er so weit links geschrieben hat, weil warum sollte er es sonst machen, wenn da nicht 13 stehen würden? Vielleicht war das auch vierstellig. Wer weiß. Vierstellig geht nicht. Ja, okay, Christian also, darf anfangen. Also er hat noch, wir haben noch zwei Züge bis quasi, also diesen ja, und eben, den nächsten. Also, Zündung! Bis revealed wird. Wollte ich, also ich kann theoretisch ja mit allem fahren, ist halt nur die Frage, wann ich davon wegballern sollte, weil ich weiß ja noch gar nichts. Nee. Komm runter zu 100. Blau ist Peter, ne? Nee, blau ist Sepp. Da ist ja. Jay. Wo ist denn Peter? Hier, 91. Oh, ich fahr gleich ja, zu 89. In zwei Zügen schaffe ich das. Das ist mein Plan. Ja, mein Plan ist eigentlich ja. eher so, sollte ich mal zu 23, dann hätte ich zumindest noch den Bus und könnte mit dem Taxi dahin fahren. Warte, ich muss dich gerade suchen, wenn ich ehrlich bin. Oben. Ja, aber ach, du musst da. Halt überlegen, was du in zwei Zügen schaffen willst. Ja. Ja, aber zwei, einmal von Taxi da aus jetzt könnte fahren. Ich und dann Taxi, Bus. Ich könnte mit dem Bus immer noch Taxi, 67. Bus. Oh ja, das ist echt gut. Will jetzt nicht direkt schon irgendwie dafür, weil wir noch nichts wissen. Ja, das finde ich auch gut. Deswegen fahre ich im Taxi zu 23. Das geht auch. Geht doch, oder? Ja, ja das geht. Ja. Moment, wenn ich jetzt theoretisch, wenn Bram jetzt auf der 134 steht, ich da hinlaufen würde, ja, dann würde ich hinfahren, oder? Ja. Das ist korrekt, ja. Meinst du wirklich, dass er sich in seinem ersten Zug neben eingestellt hat, wo der. Vor allem neben dir gespawnt ist? Ja, reden hier von fucking Bram, ja. Der Schmerz sitzt tief. Ja, Jay, ich verstehe das. Also. Also, Moment, gehen wir mal durch. Ja, das ist hier die erste Runde. Dann zieht Bram. Dann ziehe ich auch nochmal. Und dann wäre ich dort. Das heißt, ich habe jetzt eins. Das funktioniert nicht. Du hast zwei Züge. Nee. Zwei. Das heißt 142, 128, dann wäre ich das wäre eine Möglichkeit. Theoretisch, ja. Also ich würde schon auf die 134 wäre ja einer zu viel. Also ja, genau. Willst du nicht lieber zu 140? Ja, warum nicht? Ja, aber dann haben wir hier doch die Ecken. Dann haben wir den rechten Bereich ganz weg. Das stimmt schon. Ja, okay, ich will nur sagen... Ja, doch, geht theoretisch schon. Du bist vor mir dran. Besser. Pass auf. Mein Gedanke war, wenn ich da stehe, würdest du mich dann ja da blockieren, wenn ich runter will. Stimmt aber nicht, weil du bist ja vor mir nochmal dran. Ja, genau. Genau. Das heißt, du könntest dann irgendwo hingehen und dann könnte ich dazu kommen. Von wo daher will cool. Sepp, denn Sepp geht hin? Wahrscheinlich ich zu 84, oder? Nee, ich gehe zu 153. Was? Wie kommst du da so schnell hin? Auf die 184 und dann rüber auf die 153. Also gehst du doch zu 184. Ach so, die, ja, okay. Mein Ziel ist die 100. Ich gehe nach links. So, ja, es klingt doch eigentlich nach einem vernünftigen Plan. Das bedeutet, ich muss ein Taxi an Bram schicken. Ja. Dann nehme ich das doch erstmal an. Bist du in der 142, Bram? Nee. Ja, oh Mist. Da steht vorbei, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Da stehe ich. Okay, dann bin ich jetzt dran, ne? Ja. Mit der mit einem Taxi zu 105. Ram, du kannst ja vielleicht die Frage merken, ob du in der ersten Runde neben Jay auf der 134 gestanden hättest. Das wäre der Shit. Das wäre halt wirklich ärgerlich. Ja. Jetzt ist Sepp dran. Okay, Bram. Du kriegst alle meine Taxikarten. Nein. Ja, aber Taxi eine ist Taxikarten. Und fahr auf die 184. Okay. Time for blindfolding. Time for Blauenfolg. So, ihr seht natürlich jetzt, wo die anderen Lappen alle sind. Wir sind hier. Say goodbye. Ich würde so fahren. Ich überbrücke. Das wäre so ein Kälteschauer, Chris. Die Downtime. Die Downtime. Siehst du? Oh, what the können fuck, bitte Jay, Alter. Können wir Jay bitte einfach muten? Ah, ich habe vorhin mitgetanzt. Das war super schön, Jonathan. Bist du fertig? Nee, meine Ohren, ich musste gerade meine Ohren gerade kurz fixen. Ich wollte einfach nur die Downtime überbrücken hier. Okay. Mann. Ich bin fertig. Downtime ist da. Ja, der Taxi gefahren. Jay, der ist bestimmt zu 127. Weil der ich erkenne leider keinen Schriftzug darunter. Ja, also keine Ahnung.
Okay, wenn man an den Tisch gucken kann, kann man aber auch nicht. Christian darf. Joa, wo fahren wir denn hin? Zu 67, oder? Ja, das war doch der Plan. Ne? Ich filme so 67. Vielleicht hätte sich da was dran tun können, aber. Ich fahre mit dem Bus. Busfahren. Den Bus, den nehme ich. Busticket habe ich gerne. Da ist doch eine Linie, ne? Ja. Ja. Habe ich ja gerade auch. Sieht gut aus. Ding, ding. Okay, der Sexy J. Letztes Mal hatte ich zu viele Bustickets. Deswegen gebe ich jetzt ein Busticket aus. Um Danke. 28 zu fahren. Ja, ja, ja. Gleiches Prinzip bei mir. Busticket. Ja, machen wir jetzt alles aneinander nach, oder was? Um zu 89 zu kommen. Ich mach das nämlich auch. Ja, kriegt der Wagen nämlich keine Taxifahrten mehr hier, ne? Das ist ja kann nur mit dem Bus fahren. Ich muss ja ganz kurz gucken, ob da was anderes ist. 153. Irgendwie gehen die Bustickets nicht aufeinander. Ne, das sind nur Bustickets. Vielleicht sind die umgedreht. Ah, ja. Jetzt beim Groupen ging's auch. Okay, das war ein schneller Zug von euch. Dann könnt ihr offen bleiben. Ach so. Weil, ich fahr jetzt dann. Kann ich jetzt das machen, was ich wollte? Doch, oder? Ja, fahr einfach zu uns. Sepp wird direkt sich jetzt in den Arsch beißen. Oh nein, standst du neben mir? Oh, der stand auf der 185. Och Gott, oh, nein! Shit. Oh nein, so, ach, das ist bitter. Hab, dann nehme ich nämlich jetzt den Bus. Und wir fahren halt so 157. Okay. OJ, das ist gut. Peter kann direkt hier runterkommen. Christian kann direkt hier runterkommen. Ich kann da nicht direkt runter. Der Bongo. Das ist gut. Ja, aber du bist zumindest nicht ganz oben links oder so. Ja. Du bist ja nicht so schlecht. Ja, ist schon relativ weit links. Peter kommt mir gleich nachgefahren. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Wann könnt ihr jetzt ein Blackticket nutzen? Das stimmt. Das ist wirklich ein Problem. Fuck, Reno, Alter. Ich hab ein paar Wege. No. Ich hab 6 Wege. Wahrscheinlich ein Black-Ticket. Oh, no. Alleine auch nur, um uns abzufangen, um im Zweifel wieder zu seiner Mutter zu fahren. Oh, Christian kann hier die 115 abdecken. Oh ja, das stimmt. Da muss ich tatsächlich einmal ins Regelwerk gucken. Bezüglich der... Der was? Ne, ihr könnt ruhig machen. 115? Man sieht die Map, alles gut. 115 ist, Bram fährt als nächstes da mit dem Boot hin. Dann bist du einen zu spät, ne? Ja, das funktioniert nicht, da ist Bram dann schon wieder da. Also weg. Sepp würde ich potenziell. Nee, stimmt gar nicht. Außer er nimmt ein Double-Ticket. Was braucht man nochmal für ein Boot? Peter. Ein schwarzes Ticket. Ja. Wie wäre es, wenn Peter zu 140 fährt? Mhm. Das ist gut. Ja. Sepp. Da fährt er ja super weit. Zu 180. Aber von der 180 bin ich viel zu weit weg von dem. Ja, aber da ist das Black-Ticket, ne? Ja, und da komme ich da in 2 Runden hin, dann ist er schon wieder weg. Ja gut, aber dann bist du da unten, um ihn da halt abzuhalten davon. Peter deckt dich ab, ich versuche hier oben das abzudecken und Christian, keine Ahnung, muss halt irgendwo hin. Das ist ganz schön Also Christian müsste die 115 eigentlich abdecken, das wäre ganz gut. Na, damit wäre er zumindest über die Wasserwege nicht direkt weg. Ja, aber ist ja okay, du bist ja jetzt dran. Bram zieht und dann hältst du ihn. Also ich finde es halt persönlich, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das richtig oder klug ist oder sowas, aber ich glaube, es ist relativ wichtig, die Wasserwege abzudecken, damit er ja nicht plötzlich richtig weit weg ist. Weil er kann meinetwegen ein Doppelticket auch oder sein zweifaches Ticket benutzen mit Black Ticket oder was auch immer. Das kann er machen, aber trotzdem wäre es ganz gut, wenn wir da wechseln, wenn er da nicht uns blockiert. Mit. Also von Bram ist das mega smart gemacht, weil er hat uns jetzt das gezeigt. Und wie viele Runden hat er jetzt Zeit? 5 Runden, ja, wo er einfach irgendwo hingehen kann. Und wir tappen die nächsten 5 Runden komplett im Dunkeln. Ja. Ja. Gucken wir mal. Ich fahre mal Bus und fahr zu 102. Wird gebus gefahrt. Wo fahr ich denn dann hin? Ich sag immer, ich würde 180 nehmen. Ja, aber da bin ich ja viel zu spät da. Weißt du? Ja, aber wo willst du halt, also... Die Taktik ist halt folgendermaßen. Entweder wir konzentrieren uns auf ein Gebiet, wo er hingeht, was Quatsch ist, weil dann geht er einfach nicht in dieses Gebiet. Oder wir teilen uns halt hier auf. Das heißt, wir müssen uns aufteilen. Das geht nicht anders. Und da unten links sonst niemand ist... Absperren. Was?
Ich würde halt versuchen, diese Black Tickets. Ja, aber Chris ist ja nicht abgesperrt. Also, nee, Bram kann theoretisch im nächsten Zug hier sein. Und Sepp chillt hier. Genau. Bram ist schon lange weg hier unten. Ja, und Sepp kann da nicht mit dem Bus hinfahren. Wenn er einen Bus nehmen würde, würde er bis hier direkt fahren. What the fuck, Alter, was ist das für eine Buslinie? Die ist sick. Korrekt. Deswegen ist die 180 sogar relativ krass sogar, weil du mit dem Bus einmal bis hier fahren kannst. Ja. Einmal bis hier fahren kannst. Und bis da, wow. Aber halt auch bis da. Deswegen ist die sogar relativ flexibel. Okay-isch. Also ich glaube, ich würde das jetzt hier Problem. Ich würde zu 184 gehen und dann zu 156. Ja, dann ist er ja genauso, kann er ja schon über alle Berge sein. Was? Nee, dann kann der aber nicht über die Brücke laufen. Natürlich. Klar. Das ist schon längst. Wenn du bei der 184 ist, ist er auch bei 156 und dann ist ja, er und auch dann habe ich ihn. Nee, dann habe ich ihn. Hä, nein. Ja, klar. Doch, den hat er schon gemacht, theoretisch. Also, wenn Sepp jetzt dahin geht, ist Bram dann einmal Bram dran und dann ist Sepp wieder dran. Ja. Genau. Wie viele Doppeltickets hat er zur Verfügung? Zwei pro Spiel. Zwei. Ja, wir müssen. Also, die Sache ist, wenn besser Chris, als. Ja, aber wenn Peter die 140 nimmt, ist er auch direkt da. Ja, vielleicht dann soll ich du den besser nehmen. Zu 180 gehen. Vielleicht ja, soll aber ich was hier, willst vielleicht du denn? Soll ich hier oben abdecken. Hier, die Brücke. Weil sehr doppelt schwarz nimmt, beispielsweise. Doppelt schwarz, Alter. Ja, schon in West. Ich gleich mit dem Taxi einfach und die ganze ich Zeit im Kreis zu 185 159, 158, 157. Immer so über die Brücke hin und her. Was ist der Plan? Ich fahr zu 185? Ich glaube, das wäre gar nicht so unsmart. Warte mal. Fände ich ganz gut. Ja. Finde ich gut. Aber ist dann nicht quasi der Weg für die 128 viel zu offen? Das ist egal. Die 128 ist nicht so krass, wie wenn er nach links aber kommt. Peter ist ja dann nicht mehr da oben, ne? Peter ist ja links, du bist links, ich bin quasi nördlich links, rechts. Das würden wir dann aber sehen, wenn er mit dem U-Bahn-Ticket fährt. Alles andere sehen wir nicht, wenn er nur Bus und Taxi fährt. Also, ja. Aber damit liegt er halt auch die Größe. Ist so oder so schwierig. Man ist belastend gerade. Wir können, alternativ ist immer noch, also man ist ja schnell. Und wir sehen ja, was er macht. Ja. Also wir könnten ihm immer noch näher kommen. Wenn Jay jetzt beispielsweise zu 185 geht und ich doch zu 128 gehe, dann können wir ja immer noch reagieren. Wenn er dann eine schwarze oder zwei schwarze gepostet hat, dann kann ich ja theoretisch wieder nach oben einfach. Das stimmt. Kann man die schwarze Karte nur für diese Wasserwege nutzen? Oder ist das nein, kannst du für alles. Nee. Das ist das Geile. Kann wir Taxi wissen nicht. Drunter ja, sein. Genau. Hab ich schon ganz oft das gemacht, da ich einfach bitter. Mit dem Taxi so im Viereck gefahren bin mit den Schwarzen. Das war schon lustig. Okay. Ja, dann lass das doch so machen. Das klingt gut. Ja, klingt am Plan. Ich finde das immer gut, dass du mich auch so. Einen Teil haben lässt. Ja, so wie wir das letzte gesagt haben. Also Jay 185, ja, okay, warte. Peter kommt runter. Ganz einfach. Ja, Bram, wie sollen wir dann das machen? Ganz ehrlich, ne? Wir müssen ja. Ja. Ja, ich weiß, ihr müsst euch offen besprechen. Aber ich glaube, ja wenn man bei normalen Scotland Yard spielen nicht anders. Ich meine, das ist ja richtig, ja. Das wäre. Ja, du musst immer aus dem Raum gehen. Ja, wir haben ihn damals immer K.O. gehauen, wenn wir dran waren. Am Ende des Spiels war ein bisschen am Ende, aber gut. Bin ich echt ein bisschen froh, dass ich ja weit weg sitze. Na komm, Jay, gib den Ruck. Gib mir das U-Bahn-Ticket. Christian ist dran, oder? Nein, nee, Christian hat das schon. Ich hab schon. Also gehe ich zu 185. Ja. Ist er eine Buslinie entfernt von Mr. X? Was war das, was du immer möchtest? Mit Bram spielen. Ja, okay, schön. Und wie gesagt, also hallo, die Taktiken sind immer schwierig. Deswegen würde ich jetzt zu 128 gehen. Ja, würde ich auch sagen. Aber zumindest, guck mal, ist der zumindest. Da haben wir ihn eingekreist. Klar kann er dann entwischen, aber dann. Naja. Ich fahr mal, glaube ich, mit einem Underground-Ticket. Was? Zu 140 und dann zu 156, als zwei Bustickets zu verballern. Bei Bustickets zu verlieren ist schon hart, so verliere ich von jedem einen. Ja, 140, da kommt er dann auch nicht mit zwei Tickets mal eben so hin, oder? Naja, fahr mal auf die 140. Ja. Ich bin erst dran. Ach so, sorry, ich bin doch erst dran.
Warum machst okay, du das heißt, ja, entscheidet euch jetzt aber dagegen, die 194 freizulassen, ja? Ja. Ja, ja. Nee, nicht zu decken. Dafür. Ja, mach ich doch. Okay. Fucking Beta. Du kannst halt. Du kannst halt ich wollte nur mal fragen, ne? Du kannst immer reagieren. Es gibt egal, sechs was wir Routen, machen. Also wir sind voll am Arsch. Gut, das heißt, ein okay, Bram. Ein voll, dann mal, wa? Okay, was ist jetzt smart? Sterben. Kleines Auto. Deine Mutter. Also, ich glaube, wir sollten so fahren. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Wobei, ich würd mich ja super gerne einfach neben Jay stellen, wenn ich ehrlich bin. Oder mit Hoffnung, dass er mit Bus an mir vorbeifährt. Naja, so, wenn warum wir das machen, nicht? Dann wird Peter auf jeden Fall den Move machen. Ich könnte da hinfahren. Haben wir eigentlich gar keine Joker oder so? Ich könnte da hinfahren. Nee, wir sind einfach am Arsch. Wir haben einfach vier aber Gehirne gegen ein Gehirn. Das ist halt, das ist die, also das hat Bram aber wirklich gut gemacht. Da zu stehen jetzt ist schwierig. Ja. Das ist schon belastend. Ja, ist belastend, ist belastend. Wir könnten da hinfahren. Und dann kann ich... Der geile Typ. Moment, kurz drüber nachdenken. Das habe ich jetzt erst gesehen. Das geht ja, bis dahin nicht. Das geht aber bis dahin sogar. Das wird... Ah, Peter wird wahrscheinlich dahin moven. Jay wird irgendwo hier hin moven oder dahin. Er wird auf jeden Fall nicht dahin moven, das macht keinen Sinn. Jay wird die Brücke fertig machen. Ja, ich mach die platt! Scheiß Brücke! Deine Mutter ist so fett! Hast du die Brücke richtig fertig gemacht? Die Brücke. Wir könnten so eine Karte nehmen. Da ja, oder da hinfahren. Und dann guck, das 50-50-Game spielen. Schon benutzt. Das ist schon sehr früh, wenn er das jetzt benutzen müsste. Ja, aber die Manipulationsspielchen von Jonathan Abbott. Ich finde ja, das halt das war ja cool. Auch das unser Bait dafür. Letztes Mal hat er das definitiv nicht so früh gemacht. Nee. Das stimmt. Und dann hat uns das nachher war. Richtig gebumst. Wir haben am Ende trotzdem gewonnen. Ja, nur weil er uns Tipps gegeben hat. Er hat uns überhaupt keine Tipps gegeben. Er hat einfach einen auf Grund und Boden verarscht. Ja, der ist halt die ganze Zeit um einen rumgefahren. Der hätte natürlich ja, richtig. Auch richtig fliehen können. Dann hätten wir richtig dumm aus der Wäsche geguckt. Ich würde ja so gerne dahin fahren. Soll ich da tun, liebe Zuschauer? Wenn ich jetzt Live-Chat hätte, würde ich das gerade mega abfeiern, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich würde gerne dahin fahren. Aber das wird wahrscheinlich dann... Das wäre mal potenziell echt auch witzig. Ohne Stream, wir dürfen den Stream nicht gucken. Nein. Und Bram spielt mit dem Stream Scotland Yard. Das wäre echt nice. Wenn wir eigentlich vielleicht machen wir das nächste Mal. So, da wird er hinfahren. Das heißt, wir nehmen safe. Ich würde sagen, du musst zum Puck fahren, Bram. Ja. Fahr zum Puck. So, ich habe mich zumindest für mein Verkehrsmittel entschieden. Dahin? Boah, das ist Jake. Oder da? Taxi. Was sonst? Wo Bram hat wahrscheinlich so viele Busse bekommen. Ich glaube, der fährt jetzt Bus. Ich glaube, der baut einen Bus. Ich glaube, der fährt jetzt schwarz. Ich glaube, der baut einen schwarz. Nee, Moment. Schwarz Moment, war der fertig? Was, der baut einen? Nee, Moment noch. Sekunde, Sekunde. Das ist gerade... Pass auf, dass nicht die Zahlen wieder zu. Wollt ihr nicht stressen, Bram? Nee, Bram, so ein Doppelticket ist aber doch schon nicht so schlimm. Nee, Doppelticket, Doppelschmicket, sag ich immer. Ja, aber dann läufst du nicht Gefahr, geschnappt zu werden. Ja, weißt du, ganz schon ehrlich. Schon doof, wenn du direkt in der vierten Runde geschnappt wirst. Da stimme ich dir absolut zu. Das ist das Klügste, was man machen kann, wäre halt mit Schwarzen einfach wegfahren. Weißt du, warum sollten wir. Okay. Nee, schwarz Story fahren nennt man schon ein bisschen rassistisch, ne? Schnappst du dir einfach ein und fährst weg. Ja, machen wir das. Das ist das Sicherste. Ihr seid dran. Okay. Er hat einen Schwarzen genommen, komm. Das war so klar. Aber ja. Nur einen. Okay, Bram ist zu 194 gefahren. Okay, neue Option. Er ist da. Da. Ja. Da. 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 42 auch noch. Da. Da. Also warte mal, Taxis haben wir alle abgedeckt. Ja, Busse Bus, auch. Bus. Da lang, da lang, da lang. Zu dir kann da er nicht. Da lang kann er nicht. Okay.
Okay, was ist das Logischste, wo ein Bram hingeht? Weil haben wir wirklich alles abgedeckt? Sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Gehen wir nochmal in uns. Nee, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ich glaube schon. Am smartesten ist es tatsächlich zu... Also ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, ob man keinen Doppelsprung machen kann mit einer Fähre, wa? Also du kannst halt nicht den hier machen. Kann man mit nicht? einem Ticket. Nee, du kannst nur einmal fahren. Achso, genau, da brauchst du zwei Tickets. Genau, da brauchst du zwei Tickets. Aber ich meine, mit einem Ticket kannst du nicht bis zu 108. Wenn ich mir das nächste, ja? Sorry, aber dann lass mich kurz nochmal, dann hättest du aber das Zweimal-Ticket und noch ein Schwarz. Das hättest du machen können. Ja, korrekt. Genau. Okay. Korrekt. Sorry, das also, Christian kann das direkt abdecken. Peter kann das direkt abdecken. Sepp kann das direkt abdecken. Ich kann das direkt abdecken. Das heißt, er wäre nur noch da oder da. Jetzt ist die Frage, wie sehr glaubst du, Jay, dass er auf ein Feld gegangen ist, wo wir ihn direkt erreichen können. Das ist Bram. Ich finde, wir sollten trotzdem das machen. Wenn wir das nicht machen, potenziert sich quasi immer die Möglichkeiten, wo er sein könnte. Ja. Wenn wir das nicht ausschließen. Wenn du immer die abfährst, also um zu kontrollieren, weiß man halt aber auch immer, wo du hinfährst. Ne? Ja, man könnte die natürlich auch direkt ausschließen, weil man halt sagt, da würde sich Bram nicht hintrauen. Ja, aber ich glaube schon, dass er das macht. Mehr Random Moves. Nee, Random ist nicht gut für uns. Mehr Random Moves. Bram hört uns die ganze Zeit zu. Also auf der 115 will er nicht stehen. Ja, auch ein interessanter Spielstil jetzt. Also zumindest in der ersten Runde hätte er das sicherlich nicht gemacht. Muss man bei einer schwarzen Karte, also warte mal, du warst bei der 157, ne? Mhm. Ja. Mal angenommen, du wärst mit der schwarzen Karte jetzt zur 158 gefahren. Hättest du dann da auch ein Taxi drunter legen müssen? Nee. Ich muss nur die schwarze. Die schwarze zählt als. Okay, logisch. Achso, da gibt es ja nur die schwarze Karte. Ey, jetzt ist so, guck mal, da. Da fehlt eine. Ja, deswegen wollte ich mal fragen. Vielleicht können wir mal gucken, ob eine Taxikarte fehlt oder so. Ja, gut. Ich hab zumindest ein Bedürfnis, eigentlich zu 194 zu fahren. Weil ich glaube, er geht irgendwie zu 180 oder so und tingelt sich hier raus. Ich bin dafür, du darfst über die 156 damit fahren. Dann wäre es cool für mich. Also ich finde schon, dass du das ein Ding abdeckst. Ich geh kurz pissen, ja. Eins. Hier wäre zwei. Und aus wäre ich hier bei der 2. Hier wäre ich bei der 3, okay. Dann wäre ich hinterher. Das bringt nichts. Da hast du dich zugegen entschieden, als du da hochgefahren bist. Ja, aber er hört ja auch die ganze Zeit zu. Das ist ja noch das zweite Problem. Ja, okay, das mag ja sein, aber damit müssen wir halt spielen. Aber ich würde schon sagen, dass wir safe 3 Sachen jetzt ausschließen. Wir können 4 Sachen ausschließen. Ja, das ist schon besser. Von den 6 Optionen. Nee, wie viel hat er? 7 Optionen. Da können wir 4 von ausschließen. Da hat er nur noch 3. Das wäre schon einfach... Das ist so wichtig. Ich denke, er wird auf der 158 stehen. Ich glaube, er steht. Glaube ich fast auch. Ich glaube, er steht hier. Ich glaube auch, dass er. Dann fängt er gleich an, im Kreis zu fahren oder so ein Quatsch. Ah, guck mal, wenn wir alle glauben, der ist auf der 194. Ja, okay, das wäre halt der smarteste Move gerade aus der Sicht, aber ich würde es trotzdem nicht machen. Weil alleine kriegst du ihn nicht gefangen. Selbst wenn wir uns jetzt zu fit entscheiden würden, zu 194 zu gehen, also selbst das wäre ja, das stimmt. Schwierig. Okay. Ja, okay. Ja, dann machen wir das so, wie wir gerade am Anfang gesagt haben. Das heißt, ich decke jetzt erstmal die 115 ab und werde mit dem Taxi. Ich fange an, fahre mit dem Taxi zu 170. Hier, bitteschön, Bram. Dankeschön. Haben wir dich? Ne, da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, mich dahin zu stellen. Das war das, wo Bram sagte, da würde ich mich unfassbar gerne hinstellen. Ja. Fahre ich Taxi oder Bus zu 142? Ich tendiere Bus, auch wenn es eine kurze Strecke ist. Mach mal Bus. Bus. Taxi ist nachher so wichtig. Der Bus. Ich fahre aber, glaube ich, mit dem Taxi. Wohin soll er eigentlich fahren? 133 oder 156? Das wissen wir noch nicht. Ich glaube, das Smarter... Ja, scheiße, er macht die Brücke halt auf, ne? Ja. Also entweder ist er die Brücke da auf. Im Zweifel müsste er wieder zurückfahren. Ja. Um die Brücke zu schützen. Wenn er bei der 133 wirklich steht, weil... Ja.
Also ich würde zu 133 gehen an Selbststelle. Aber dann wäre er durch, ne? Dann kann er durch. Schlüpfen. Ich kann theoretisch wieder zurück, also ich kann theoretisch hier hin und nächste Runde wieder zurück. Richtig, wenn er da abhaut. Christian kommt eh runter. Was ist das? Ein Bus und ein Taxi-Ticket. Das heißt, er kann wirklich auch nur zu 140 fahren von da aus. Ja, und er kann nur zu 127. Und Peter könnte... Ja. Ja, habt ihr auch wieder recht. Ja, dann 156 ist schon sinnvoller. Also, ja. Fahr mal vor allem, weißt du, was das richtig Gute ist? Wenn er wirklich auf 133 oder 58 steht, dann haben wir ihn komplett schon eingekreist. Und er kann schon eigentlich nicht mehr abhauen. Wenn er die 194 ist, dann so. Ja, wenn er nicht auf der 194 steht. Ja, okay, ja, gut. Wir haben halt aber immerhin das abgedeckt, was wir halt am besten machen konnten. Ja, richtig. 194 hat er uns dann halt gefickt. Was willst du machen? Dann müssen wir halt nachher gucken. Okay, dann müssen wir auch nicht. Aber nicht in die Kreise löschen. Komm, Ram! Ich hab dich, oder? Ja, nee. Ich hab da so einen Verdächtigen gesehen. Okay, dann müssen wir wieder blindfolden. Ficken, ey. Yep. Das ist so krass. Also das hätte mich jetzt auch stark gewundert. So, nee, wenn das Spiel so früh ausgewesen wäre, das wäre ja... Das wäre kacke gewesen. Wie war das? 158 oder 194? Ja, okay, unsere Möglichkeiten sind natürlich jetzt hart begrenzt von dem Feld aus, das wir fahren. Ich glaube, er fährt Taxi. Bullshit! Ja, richtig! 194, was kann ich nur tun? Bullshit! Er kann von da aus, glaube ich, auch nur Bus, Taxi fahren. Nee, Bus glaube ich auch. Nee, das ist nur ein Taxifeld dort unten. Die 194. Könnte aber natürlich nochmal ein schwarzes Ticket benutzen. Dann hätte er keins mehr. Das hat er letztes Mal gemacht. Na, da zwei Stück noch, Peter. Also würde er halt vier? Sinn machen. Er hat doch vier. Oh. Also macht schon Sinn. Das sollte er auf jeden Fall alle ausnutzen. Ja, das auf jeden Fall. Wenn ihn nachher in die Enge getrieben haben, dann bringt ihm sein Black Ticket nichts mehr. Oh, ich hab was zu spielen, pass auf. Vielleicht haben wir ihn auch so eingekesselt, dass er jetzt ein Double-Ticket nehmen muss, wenn er nicht unten ist. Das ist das beste Feature aller Zeiten. So, das wäre gut. Okay. Dann ja, wird nämlich halt richtig eng für ihn. Ist halt dann simpel, wa? Ja, ist simpel. Ja, ich musste einmal ganz kurz gucken, was wir jetzt hier machen, aber... Ja, ne? Ihr dürft! Okay. Oh, Taxi. Ich war gerade am Quatsch machen. Ja, okay. Dann mal gehen wir mal weiter. Er könnte sein. Hier? Ja, mal du mal. Boah, aber warte mal. Nee, die grüne ist kacke. Nimm mal rot. Lass jemand anders machen. Oh. Nee. Lass jemand anders nehmen. Lass Sepp die Kreise machen. Der ist blau. Okay. Damit wir also, damit die er kann entweder Schlüsse hier haben. Sein. Er kann hier hinfahren, er kann hier hinfahren, er kann von da aus hier hinfahren, er kann hier hinfahren. So, Peter kann er nicht. So, und unten kann er hier oder hier sein. Hier auch. Oh shit, da kann er auch hinfahren. Die ist schon echt weit weg. Die würde ich tatsächlich am wahrscheinlichsten sehen gerade. Mhm. Ja, oder auf die 93 für die 180. Ja, ich weiß, also. Puh, das ist. Okay, Party People. Da ist jetzt die Frage: Fangen wir wieder an, Kreise abzudecken? Weil. Ja. Ja, okay, drei, aber. Die Kreise werden da unten immer mehr. Deswegen. Also ich werde versuchen. Halt, deswegen, wenn du mal, also allein schon guckst, das, was Jay meinte, ist halt gar nicht so blöd. Hier sind deutlich, also die hier sind ja genauso viele Kreise logischerweise hinzugekommen wie hier, aber also das hier ist ja sau gefährlich. Ja, wenn aber dann jetzt alle dann hier, darauf haben wir nicht gespielt. Also der, okay. Das ist eigentlich irrelevant, was hier also unten passiert. Also dann hätten wir quasi in Runde 3 das Spiel verloren. Nee. Das haben wir noch nicht verloren. Nee. Mal, dass er da unten ist. Ja, also bis aber bei Runde 8 wissen wir dann ja wieder und können entsprechend reagieren. Aber bis dahin müssen wir erstmal so spielen, als wäre er hier geblieben. Ah, der muss in 3 Runden nochmal, okay. Mhm. Ja, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als zu 127 zu fahren. Weil jemand anders
Wir schaffen halt ja, nicht alles dich. Abzudecken hier oben leider, aber fast. Für dich macht das Sinn, ja. Ich kann mir zwei Optionen aussuchen. Haben wir dich? Das ist ein Taxi, den ich krieg. Ja, ja. Peter wird wahrscheinlich die 141 nehmen. Der einzige, den ich abdecken kann. Sepp kann ja, auch zwei machen, ich kann zwei machen. Nee, stimmt. Das nee, ich fahr auf die 140, Jay. Ja, 140 ist schon smart wegen der Brücke. Ich überlege dann die 157 zu nehmen, um einfach die andere Brücke nochmal zu sichern, damit er nicht da nachher abhaut. Damit wir safe sein können, dass er nicht da unten sitzt. Ja. Wieso kannst du die 158 nicht nehmen? Da steht er nicht. Außerdem. Da kann er nicht stehen. Alles gut, Sepp? Aber wir haben folgenden Vorteil, wenn Jay hier hochgeht. Dann ist Jay schon mal auf der 157, ist gar nicht so weit weg von dem Gebiet nach links. Peter geht ja, auf. Sieht in drei Runden eh schon wieder ganz anders aus. Ja, aber es gibt aktuell, wenn wir jetzt den Zug machen, das heißt gibt es eigentlich, nur noch, Beispiel, gibt's eigentlich nur noch den hier und hier unten. Ja. Alle anderen haben wir abgedeckt. Korrekt. Das heißt, nee, die anderen decken wir doch alle jetzt ab. Nur noch und dann kann er eigentlich, dann wissen wir eigentlich, dass er hier unten safe ist. Stimmt, dann wissen wir das vor, und dann, bevor es revealed wird, was eigentlich ganz geil ist. Genau, und dann könnten wir gleich schon, wenn wir jetzt den Zug gemacht haben, alle darauf hinarbeiten, hier unten hinzuballern. Ja. Why not? Oder wir gucken erstmal, was er gleich hier macht. Weil dann hat er wieder Taxen. Dann kann er ja taxen, das heißt, er kann gleich wieder zu fünf Orten fahren von da aus. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er hier ist, ist sehr, sehr gering. Weil wir sonst alle anderen Wege abgedeckt haben und jedes Mal, wenn wir hier die Wege abgedeckt haben, die Wahrscheinlichkeit noch mehr sinkt, dass er auf der 159 ist. Also wenn wir jetzt hier die alle zumachen, dann ist er safe hier unten. Die 158 war zu dem Zeitpunkt ein safer Point, wo er hingelaufen ist. Da war keiner erreichbar. Jetzt ist es halt das Problem, weil wir ihn halt so eingekesselt haben. Das stimmt. Das stimmt. Also das ist es nicht unwahrscheinlich, dass er trotzdem da ist, wenn er wirklich nicht den Fluss benutzt hat. Ja, wahrscheinlicher ist aber, ja wobei, ja doch, ist tatsächlich... Ich glaube also, eher, es ist noch unwahrscheinlicher, dass er auf 157 gerade steht. Dann kommt der Bram-Faktor aber ins Spiel. Ich glaube, ich würde fast eher noch überlegen, zu 159 zu gehen. Kann ich auch verstehen. Als zur 100, also ich glaube nicht. Problem an der Sache. Bram hat zwei Leute, die auf die 157 laufen. Das stimmt. So safe ist das nicht, dass Bram das jetzt wegwerfen würde, dass er auf die 157 geht. Ja, das stimmt. Problem ist, wenn er da steht, ist er dann... safer. Naja, sicher ist das dann auch nicht. Ja. Nee, sicher ist alles nicht, aber dann können wir die 107. Boah, nee, ich glaube, dann wird Bram sich viel mehr ein abmeilen gerade. Von der 157. Ich bin einfach nur still hier und sitze hier, ja? Ist alles ja, von ja, der 157 ja. Kannst du aber wieder mit den Dingern weghauen, ne? Was denn? Kannst du wieder Boot fahren. Ja. Das wäre halt schon echt gefährlich, wenn er da steht. Weil hey, ihr könnt auch machen, dass Jay auf die 159 fährt und Peter daheim mit dem Bus. Aber dann wird ja, dann wird die frei. Nee. Theoretisch kann das immerhin weniger, die hat immerhin weniger Optionen als die da unten. Ja, richtig, eigentlich wäre das sogar vielleicht besser. Aber warum sollte er uns das sagen? Aber nee, ganz ehrlich, weil jetzt ernsthaft, wenn er. Ja, genau, aber jetzt, wenn wir noch davon ausgehen, dass er hier ist, wäre doch besser, was er gerade vorgeschlagen hat, so bescheuert, wie das klingt. Weil wenn der. Dann haben wir nur noch die 141 offen. Und da stehen wir dann ja alle drumherum. Nee, stehen wir nicht mehr drumherum. Naja. Mehr als bei der 159. Ja, würde ich auch sagen. Das stimmt. Das muss aber auf jeden Fall zu 140. Aber wir müssen eigentlich uns das Bewusstsein rufen, dass hier, wir decken jetzt gleich 1, 2, 3 Punkte ab. Nee, 4. Aber wieso decken wir nicht 4 ab? 1, 2, Christian hat sich schon bewegt auf die 127. Ach, Christian hat sich schon bewegt. Okay. Also wir decken jetzt gleich 3 Punkte ab von 4. Wir müssen uns jetzt einfach nur entscheiden. Also wenn wir... Die Chance ist hier 1 zu... 1, 2, 3... Ja, das ist doch völlig egal. Also im Endeffekt, das ist ja alles... Also die Chance steigt viel höher, dass er hier unten ist. Und ich würde mich nicht drauf versteifen, wenn wir gleich die 141 oder die 159 überlassen...
dass wir da drauf gehen, dann würde ich lieber darauf taktieren, da er hier hingegangen ist. Weil wenn wir jetzt auf die Felder, auf die vier Felder hier ausweichen mit drei Leuten, dann also müssen wir ihn eigentlich treffen. Wir können doch die Option zumachen. Wenn er hier auf 141 ist, kann er nirgendwo mehr abhauen. Dann können wir die zwei Punkte... Pass auf, wenn du gleich hier stehst, ja, ich da stehe, dann kann Brammen da, da oder dahin abhauen. Ne, dahin noch, ne? Ne, kann er nicht. Na doch, kann er wohl. Doch, kann er wohl. Da ist der Taxi. Ja. Das heißt, er hat auch nur noch vier Optionen, die wir alle direkt abdecken können. Das heißt, wir können uns in der nächsten Runde sicher sein, dass er nicht mehr hier oben ist. Was viel früher ist. Und da sind wir zu 100% sicher, glaube ich. Ja, sehe ich auch so. Also, Sepp, ich verstehe, was du meinst. Die Wahrscheinlichkeit, dass er da unten ist, ist extrem hoch. Ja, dann sind wir halt eine Runde später. Ja, ja, okay. Also, genau, er kann aber es gibt eine Restwahrscheinlichkeit, dass er hier ist. Und wenn wir die ausmerzen können, wäre eigentlich ganz dahin, gut, finde ich. Dahin, dahin oder dahin abhauen. Gleich. Mhm. Ja? Ja, das bedeutet, ich stehe da, gehe dahin. Peter steht da. Kann wieder da zurückgehen. Oder dahin gehen. Ich kann dahin. Dann haben wir alle vier Sachen abdecken. Nächste Runde ausgeschlossen, dass er auf jeden Fall nicht mehr hier oben ist. Und damit können wir dann nach unten gehen und uns darum kümmern. Würden ihn im Zweifel forcen, ein Doppelticket zu benutzen. Genau. Ja, das ist doch viel klüger. Okay, hüp Jay. Ja, dann fange ich an mit einem, logischerweise, Taxi. Na, haben wir dich? Nee. Wunder, Wunder. Nee. Bram schimmelt da unten rum. Das ist ja, natürlich, aber wir müssen es halt trotzdem... Du wolltest am Anfang gar nicht hingehen, Sepp. Okay, ich benutze ein Busticket zu 157. Aber weil alleine kann richtig. Ich da auch nichts machen. Ja. Ah, ja, ja. Das hätten wir aber damit negieren können, dass er da hingeht. Nein, wir haben uns darauf committed, dass wir die alle ausmerzen, aber den letzten... Ja, da machen wir das auch. Den würde ich gerne überlassen. Scheiße, jetzt muss ich wieder was benutzen, was ich nicht benutzen will, ey. Nimm Bus. Taxi oder Bus darfst du nehmen. Ich nehm Bus. Ach, fuck off nicht. Ran? Nee. Ja, bleib zuck, voll, der bin ich dran. Zuckt nicht mal, ey. Natürlich nicht. Because he's a Wichser. Weißt du ja alles nicht. Vielleicht stand er doch auf dem einen Feld, benutzt jetzt so ein Zweier-Ticket und fährt halt mit dem Zug weg. Fucking Lacker. Okay, was machen wir jetzt? Ich dachte, du wärst schon fertig. Da kannst du jetzt gerade deine Eier abschimmeln, Bram. Nee, gibt ja auch so... Okay, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die jetzt gleich ihren Move machen, dann stehen die da, da, da und da. Das heißt, wenn wir so fahren, können wir ganz entspannt da lang. Wenn einer ausschert, gehen wir davon aus, der einer schert aus. Sagen wir Jay. Nee, wer ist das hier? Grün. Wer ist grün? Peter. Grün schert aus. Kommt bis da oder bis da? Peter, schert mal aus. Blau kommt bis da. Das heißt, ich darf nächste Runde nicht dastehen. Das heißt, wir stehen so. 1, 2. Bis wann muss ich revealen? In drei Folgen erst. Oh, in drei Zügen erst. Du kannst doch da unten rumeiern, wie du willst. Also kein Thema. Okay. So, drei Züge haben wir. Holy moly. So. Ah, gute Frage, ey. Bram, du fühlst dich eigentlich einsam und möchtest näher zu uns. Glaube ich auch. Ich gehe schnell schiffen, ja, ich bin ja eh gleich erst dran. Ja, geh du kurz schiffen, das ist fein. Könnten das machen. Das, mach ich das. Sit machen, dann macht er Sit. Sit mach, Sit. Also ich mach den Zug. Dann macht er den. Wahrscheinlich. Ah, ne, stimmt gar nicht, der wird mit dem Bus dahin fahren. Okay, das heißt, Peter steht sogar nachher da, das heißt, Grün ist gar nicht mehr innerhalb des Spielraums. Heißt nur Blau. Okay. Wir könnten das hier machen.
Nein, wird es besser. Du verarscht uns eh, wo du nur kannst, Bram. Okay, komm. Können wir das machen? Das ist egal. Das, eigentlich ist das cool. So, so. Was wird dann passieren? So, der so, der so, 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 so und so. Solange wie der Dude immer überlegt, habe ich echt das Gefühl, dass der doch vielleicht da bei uns ist. Jetzt habe ich hier ganz Instagram gleich durch. Tut mir leid. Ich meine, wir überlegen auch immer lang, Bram, das musst du dir nicht leid tun. Rams Mindgames sind halt, naja. Ich weiß nie. Ja, machen wir das so. Wir haben uns entschieden. Erstmal Bam verlinkt. War wichtig. Dürft. Okay. Jawohl! Da kam okay, die Doppelkarte! Wir hatten ihn! Also so, meint ihr wirklich, dass er da jetzt ist? Ist es ja, jetzt so war er. Dass er da ist oder er verarscht uns? Er wird keine Doppelkarte verschwenden, wenn er hier unten links wäre. Auf jeden Fall müssen wir jetzt eine Menge malen. Ja, oh ja. Mal. Okay, nächste Farbe malt. Nee, meinen Sie mal die Option weg, wo er war. Ich wollte gerade sagen, wieso. Christian. Und du das. Was denn? Ja, du hast gerade die Pfeile weggemacht. Nee, und auch den Doch, Kreis. Ich habe nur die Pfeile weggemacht. Ja, die werden mit weggemacht. Die 58 war auch eingekreist. Ja. Nee, die habe ich letztes Mal schon weggemacht. Da könnte er sein jetzt. Nee. Jetzt, ja, genau. Gewesen sein. Also nee, gewesen sein. Ja. Erster Zug. Gut. So, das heißt. Oh, wir haben richtig gut zugemacht. Er konnte über keine Brücke fliehen. Er kann nur nach rechts richtig fliehen. Warte mal, dann mache ich wieder blau, okay? Damit das nicht zu verwirrend Kannst wird. Kannst du sogar die 141 lassen, weil er könnte zurückgefahren sein. Genau, ja, 141, dann kann er halt hier auf die 118. Zu ja. Christian kann er nicht, zu mir kann er nicht, zu Jay kann er nicht. Nee, warte mal, das ist... Zu Jay kann er hier unten aber auch nicht. Jay ist rot. Das ist korrekt, die Aussage weiterhin. Ja, ja, ich. Okay, da er kann sein. Von da. Da. Nee, da kann er nicht sein. Nee, 142 doch, kann er nicht sein. Da kann er sein. Ah, doch, 158, 142. Da stimmt. Kann er sein. Ah, also okay. Kriegen wir das auch mal. Andersrum auch. Smart. Stimmt, andersrum geht auch. Das gleiche gilt auch für die 134. Er kann auch da im Dreieck gefahren sein, ja. Er kann aber nicht auf der 133 sein, okay. Ja, 143. Ach so, er kann von da darüber, ja. Ich glaube, die ist am wahrscheinlichsten sogar. 129. Ram fährt schon wieder zu seiner Oma. Ach du da, darfst du hier so über Eck fahren? Das ist ja super assi. Was soll das sonst heißen? Okay, das ist... Und da unten lassen wir jetzt einfach alles offen, weil der Rest... Ja, das ist... Christian ruhig wegmachen da unten. Da ist ja. Meins verloren, wenn er jetzt da unten ist. Also ich gehe schon fast davon aus, dass er da unten ist. Nur weil dann hätte er kein Doppelticket verschwendet. Das weil du uns so dann maximal stark. Nach rechts schiebst. Ja, aber das ist ja egal. Nächste Runde sehen wir es doch eh. Also, ja. Nächste Runde sehen wir es doch eh. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, dann vorher noch ein Doppelticket zu verballern. Ja, wenn wir es doch jetzt eh sehen, warum sollte der dann genau hier sein, wo wir am besten agieren können? Weil er ein Doppelticket genommen hat. Ja, Christian, die Alternative ist, der ist hier unten und ist jetzt, keine Ahnung, hier. Ja, genau. Aber dann bringt uns das jetzt auch nichts, jetzt schon mal anzufangen, in die Richtung zu laufen. Nee, ja, das ist besser, da wird drauf spielen, wenn er hier Peter, ist. Da, wenn. Na, da ja. Bist du, wenn, okay. Da bin ich, wenn. Ja, weil 93, 81, dahin und da kannst du mit dem Bus nämlich hier weg. Ja. Okay. Wir hatten ihn nämlich fast.
Scheiße, hätten wir uns doch mal nicht dafür entschieden. Hätten wir uns doch mal nicht breitschlagen lassen von Bram. Okay, Party People. Wovon breitschlagen? Was habe ich getan? Also, du hast dafür gesorgt, dass ich zu 159 gegangen bin und nicht zu 157 und Peter nicht zu 141. Ja, das ist mir das gar stimmt. nicht aufgefallen. Ja, das stimmt. Da war ich, das war so unwichtig, dieser Move von euch, dass ich da keine Rücksicht drauf genommen habe, was da genau passiert. Mhm. Mein Puls war die ganze Zeit 43. Okay, also ich hätte gesagt, ich fahre auf die 128 schon mal. Das ist, glaube ich, von meiner Position aus komme ich am weitesten Bram, hinter die Reihe. Bram 43 ist ja auf der 143 gerade drauf. Ja, glaube ich auch. Das wäre jetzt Freundschaftsversprecher des Todes gewesen. Wir haben die 143 eingegrenzt. Warum sollte ja. er? Oder es ist direkt neben ihm. Ich glaube, die 143, also ich glaube am ehesten, dass der auf der 129 oder 143 ist. Das ist wirklich am besten weit weg von uns. Und ich würde einfach auf die 128 fahren. Ja, warte, bevor du jetzt irgendeinen Zug machst. Das hat erst ich ziehe ja eh nicht. Auch tun. Also solange der auf diesen Taxi-Dingern ist, ist ja eigentlich egal. Überleg halt erstmal, was ich machen könnte noch und Peter, die vor dir sind. Ja, dann fahr, ja, aber doch, guck mal, dann fahr ja, du okay. doch nach rechts und Peter auch. Nee, guck mal. Jay kann auf die 158. Sepp kann auf die 128, Peter kann die 133 wieder die Lücke dazu machen. Die Brücke zu machen, genau. Und Christian fährt auf die 134. Ja. Oder auf damit die 116. 116. Die Sache ist halt hier oben einfach. Weil rechts oben ist halt nicht viel. Über die 133 könnte Peter immer noch quasi da oben hin. Ich glaube persönlich, er versucht zu 108 zu kommen. Okay. Ich glaube, er will wieder Bus ja, fahren. Glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass er da muss der Bram hin. Hey, ne, lass doch den Mut aus dem Spiel. Also gehen wir nochmal durch. Jonathan geht zu 158. Mhm. Peter geht wohin? 133. Ich bin auch hier hin. Aber Peter könnte auch 42 gehen. Da kann aber. Ja, okay, aber sonst könnte er nach links 128. weg. 128, ja. Sepp ist nach Peter dran. Das ist nicht unwichtig zu wissen wegen dem Abhauen. Gleich. Peter wäre relativ blockiert von Sepp. Und du von mir. Ja. Dann fahrt doch andersrum. Das geht nicht. Geht leider nicht so. Dann nimmst du Jay, der fährt bis 172, blockt hier den Weg. Nee, Bram, ey! Schnauze jetzt hier! Immer wieder eine Runde. Vielleicht stehst du gerade auf 158. Glaub mal, dass wir dich nicht mehr uns hier nicht voll labern. Ja, aber bisher will doch gar keiner auf die 158 fahren. Doch ich. Jay. Achso, du. Entschuldigung, okay. Hey, fahr auf die 158. Also, ich würde eher. Tatsächlich smarter, wenn ich hier hingehe. Ja, ich würde eher versuchen, quasi hier eine Wand zu bauen. Und ihn wie Vieh in die Richtung zu treiben. Ja, ich verstehe. Das bedeutet 158 geht Jay, Peter deckt die 133 ab. Damit kann er höchstens noch 124 sein, aber dann nur noch in die Richtung laufen. Ja. Christian macht was? Sicher? Da ist er super unbeweglich. Aber da kann er da oben abhauen, da komm ich ne? halt nie wieder. Das ist das Problem nachher hier, ne? Deswegen, also ich würde schon eher gucken, auf die 116 zu gehen. Ja, aber dann kann er jetzt auch auf 134 sein und dann wieder da. Genau, dann kann er halt auch direkt bei. Der kann halt überall abhauen. Also es ist schon nicht so dumm, einfach nach rechts erstmal zu treiben. Die Sache ist, ich hätte auch trotzdem ehrlich gesagt gerne hier trotzdem ein. Nicht, dass er auf dem Feld steht, wo wir theoretisch direkt drauf können. Das hat er doch gerade schon gemacht. Hat er gerade schon gemacht, ja. Wenn das wirklich weißt der Fall doch. Ist, wenn er nicht da unten ist. Wahrscheinlich labern wir die ganze Zeit, der ist wirklich hier unten. Ich glaube, der ist da unten. Wieso überlegt er da immer so lange? Da gibt es immer keinen Sinn. Alles klar, also ich fahre auf die 134 mit einem Taxi-Ticket. Huiuiuiui, Bram, ey, du machst uns fertig, machst du uns. Mentale Spielchen gehören dazu. Wetten, der ist jetzt trotzdem unten links und hat uns einfach nur hart verarscht, finde ich gut. Findest du gut? Würde ich feiern, Bram. So, Jay. Ist dran, Jay ist dran. Der noch da?
Oh, scheinbar nicht. Wer raus? Ho, ho. Krankenwagen rufen. 110. Warte. Robin hat gerade gesagt, er geht mal kurz weg. Das wäre jetzt natürlich... Als ob... Hm. Tja. Okay. Okay, so, so, machen wir einfach Jay seinen Zug? Nein, machen wir nicht. Ja, ja. Guck mal, da kann er schreien. Da kann er schreien. Taxi zur 186. Ja, hab ich doch. Dann schaltet mich halt lauter. Ich geh mal pissen, ist doch eindeutig, dass ich kurz gepinkelt bin. Ey, wir waren mega in the game. Das hat keiner gehört. Das muss aber komisch sein. Ich hab das mitbekommen. Mega in the game. Ich hab das mitbekommen, nicht realisiert. Warum sagst du es dann den Dummen nicht? Jay, dein Zug. Hab. Ja, 158, ne? Sicher? Ja. Taxi. Okay. Bram ist tot. Nice. Nee, Bram ist nicht tot. Long live the Brammen. Ja, Bus. 133. Das fährt Peter gerne. Ja, mega. Willst du nicht da? Ja, Bram. Nee, wollte ich nicht. Du wolltest, dass er dahin fährt. Ich fahr underground. Hey! Verfolgung. Das ist Peter. Ach, das ist Peter, oder? Sorry. Grün, blau, Schwäche. Wir haben ihn! Jawohl! Ich wollte unbedingt bei euch bleiben in diesem Spiel. What the fuck? Er hat gespielt. Aber also, dann würde mich mal interessieren, was hast du denn gedacht, wo Sepp hingeht? Ich habe tatsächlich darüber gedacht. Also, er geht über die Brücke? Ich habe gedacht, er wird halt die. Ich habe tatsächlich gedacht, er wird die Brücke zumachen und Peter wird sich dahin stellen. Ah, ach, deswegen hast du gesagt, Peter. Wolltest du nicht dahin? Bram, wollte ich nicht. Dachte ich nämlich tatsächlich, weil ich dachte so hier mit den U-Bahn-Tickets, die Sepp noch hat, weil er dann nur noch zwei hat, will ja das auch, nicht machen. Er hat ja auch die 143 an meinem Pizza, ja. 43, weil das neben ihm war. Ja, ja. War schon klar. Zeig mal, wie du gefahren bist. Wo bist du denn gestartet? 100% Winrate! Yes! Wie klein! Moment, okay, warte mal. Da ist die 141. Ernsthaft? Ja. Ach, das ist doch... Ja, als ihr den Move gemacht habt, sag ich auch so, mein Puls ist 43. Mein Puls ist 43, ja. 443! Also, du bist hier gestartet. Ja, ich bin da gestanden, wenn du bist hier gelaufen, hab ich gar nicht gemacht. Ah, ja. Also, du hättest halt immer weggekonnt. Also, gerade hier bei dem Move hätte man halt weggekonnt, aber ich wollte immer so, ich hab, glaube ich, diesmal drei oder viermal geschafft, neben einem zu stehen. Statt hier, da stand Sepp irgendwie da. Nice. Da stand ich da, da stand ich hier. Nice, ey. Ja. 33, krass. Von Jay. Ja. Du hättest halt sonst sein können. Hat der Bram ein bisschen der mit safe, uns gespielt? Der safeste Zug wäre gewesen, hierhin zu gehen, hierhin rüberfahren und dann mit dem Bus weg. Ja. Genau. Geil. Ja. Das ist getan. Ich hätte eher gedacht, du bist auf der 143. Ich bin jetzt irgendwie mega verwirrt. Ich habe mich seelisch darauf eingestellt, dass wir noch die nächsten zwei Stunden hier sitzen. Ja. Und tut mir leid. Irgendwann wäre halt nochmal der schwarze Ticket Doppelmove gekommen, der uns dann völlig in die London hat es wohl geschneit und da haben wir wohl die Fußabdrücke vom Bram gesehen. Ja. Ich denke auch. Das ist auch nicht gerade. Ja, war gut gemacht. Was soll man auch machen, wenn der Peter auf Brams Mom startet, dann machst du halt nichts. Ja, hast du halt echt nichts gemacht. Die hat bestimmt verraten und dir immer so Tipps gegeben, weil ich ja regelmäßig unterwandert habe. Weil ich so gut war. Oh. Ja, das war auf jeden Fall spannend. Ich muss sagen, gegen 4 ist auf jeden Fall, nicht nur das. Du hast halt die meisten Straßen, oder nicht die meisten, aber viele haben ja wirklich nur so ein Viererkreuz, ja. Und mit den 3 hast du halt immer dann den einen offenen Weg. Okay. Mit 4 ist halt echt schon krass, wie viel sich da auf der Karte tut. Ja, aber du hast es halt auch stark drauf angelegt, ne? Also bist ja nicht auf safe gegangen. Das ist ja dann schwieriger, also Leute zu verarschen. Du wärst da unten gewesen zu viert, wenn du klug gewesen wärst. Also, wie gesagt, für mich warst du da unten, hast dein Doppelticket benutzt, bist mit dem Taxi irgendwo hier hingefahren, um dann zu einem Underground zu kommen. Ja. Haben wir nicht gemacht? Finde ich gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Scotland Yard. Kommt rein, ihr ganz Stückchen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Freunde des Versteckens, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Nono des Scotland Yard. Mit dabei heute 5.
Der Goblin hat sich versteckt. Ja. Vier Detektive, nachdem ich beim letzten Mal geschafft habe, Mutter zu besuchen bei der 91. Hallo Mama, ich liebe dich. Heute wir verstecken uns. Bram sucht uns. Das finde ich auch gut. Das wäre schön. Ach ja. Genau, deswegen haben wir vier Detektive mit dabei heute. Wird das Ganze wahrscheinlich nochmal einen Ticken schwerer machen. Ich bin sehr gespannt. Ja, das ist letzte Folge, wo Sepp auf die Schnauze geflogen ist? Bedenken, ja. Wir haben einen super Detektiv Jonathan Holmes dabei. Das wird schwierig. Letzte Mal ihr 100%ige Windchance, ja? Ja. Ich habe das nur für Friendly Fire gemacht. Ich habe das nur für Friendly Fire gemacht. Okay, bravo. Ja, dann wir müssen starten, genau. Ja, und Christian, wer muss dann anfangen? Christian fängt an, im Uhrzeigersinn. Nee, ich fange an, oder nicht? Ja, nee, wir müssen ja noch ziehen. Achso, mit dem Hinsetzen. Ja, muss ja noch genau. Ziehen und hinsetzen. Das ist da oben so eine schöne Karte, oder was? Genau. Setzen wir uns als erstes hin und ziehen dann, oder setzen wir ziehen? Nein, du setzt dich erstmal hin. So, pass auf, ich gehe auf die 13. Okay, dann geht Jay auf die 141. Alter. Oh, guck mal, ich bin direkt auf einem Terminal. Ich kann jeder? Ach, ich hab die 144 gefunden. Wo ist die fucking 101? Hier ist der Stapel, ne? Ja. Jeder geht zu 91. Nein, ist Mama! Ist das gut verteilt? Ist das gut? Ah, oh, das ist gut zu Brams Mama! Oh, in Hallo, Frau Brammen! Bam! Bam! Peter ist noch da. Inflagranti. Warum zur Hölle ist da die 141, wenn da die 144 ist? 197. Ach du Kacke, ey. Moment, stimmt, hast du bei voll vielen Sachen. Du hast ja 196, 197, 198. Ja. 184, 185, 86. Und dann mussten die 89, 87 da. Ja, auch gar nicht mehr. 88. End. Ja. Vor allem, ich finde auch geil, wie gezählt wird. Hier ist die 140, dann kommt da die 141, da 142, 143, 144 da und dann geht es hier mit. Ha. Okay, ja gut. Wasser. Ja, war irgendjemand besorgt. Vielleicht ist das in der Reihenfolge aufgeschrieben worden, wie die quasi mal ursprünglich gegründet worden sind. Weißt du, das hier oben war die erste. Meinst du, die gibt's wirklich? Das ist die erste Straße, ever in ganz London. Da hat die London heißt, angefangen. Die heißt auch First Street. Da hat damals Mrs. London gesagt, so, Mr. London gebankt. Ja, der Mr. London war damals, ja genau. Okay, ja. Mrs. Wir haben London. Jetzt, also wenn Bram im Westen London ist, sich ist den schlecht. So, also. Bram fängt an. Gut, Bram fängt an. So, da stehe ich. Und die Karten können wir ja nochmal wegtun, ne? Wobei, können wir auch hier liegen lassen. Eigentlich ist mir egal. Können sie auch liegen lassen, ist ja egal. Ihr müsst jetzt blindfolden. B. Ich sehe nichts. So, der Bram, der darf sich jetzt schön aussuchen. So, für alle, die nicht mitbekommen haben, ich stehe hier, ja? Aktuell. So, ah, ein, okay, ich hab's gesehen. Ein, 50 also. Da ein und da ein. Das heißt, da, Bram? Oder da? Nee, ein höher. Da? Nee, das war nach rechts. Nach links aus meiner Perspektive. Nee, das war viel zu weit. Ein Stück runter. Nein, jetzt hab ich, hier kann ich irgendwas kann ich hochheben. Eigentlich aus ja, da bist du. Auch den Tisch flippen. Hier kann ich irgendwas hochheben. So, also wir werden logischerweise erstmal schön mit dem Taxi fahren. Ne? Ach, Taxi, Schmaxi. Lüge. Lüge. Kann ich irgendwo buzzern? Kann ich da, das wirklich machen? Dass ich das anfechte. Kann ich auch machen. Ist ja immer ganz wichtig. Dürfen wir nicht verchecken. So. Scheiße, weißt du, was ich immer? Okay. Oh, Alter! Da hat jemand den Table geflippt. So, das heißt, wir stehen da und damit sind wir fertig. Free Time! Okay, Bram ist durch. Mit dem Taxi. B. Dürfen wir wieder B drücken? Ihr dürft B drücken, ja, Entschuldigung. Wenn Bram sagt, er ist fertig, dann drücke ich B. B wie Bram. Ja, hab extra jetzt auf meinen Zeiger da hingelegt, wo ich gerade stehe. So, Christian da. Christian macht seinen ersten Zug. Moment, ja, super. Ich will ja nichts sagen, aber da sehe ich einen Strich. Bei dem Taxi. Oh, Bram? Ja, nichts sagen. Ist nicht so gut gelegt. Das ist bestimmt zum Ablenken. Der hat einen Pfeil dahin gemacht. Wollte ich nur mal kurz so sagen. Ja, vielleicht ein bisschen kleiner schreiben, bitte, das nächste Mal, Bram. Ich mag gerne nochmal Blindfold. Willst du das nochmal korrigieren? Ja, ich korrigiere es nochmal. Ich leg's nochmal. Also, ich würde daraus schließen, es ist dreistellig, weil du nicht genug Platz hattest und es ist eine 1 am Anfang. Ja, es war eine 1. Das sind nämlich schon ganz schön viele Tipps jetzt. Nee, das geht aber nicht. Der lockt ein quasi an die Stelle. Ja, dann radiert er an der Stelle weg. Nein, die Seite weg. Oder ist das dein einzige? Liegst du auf der 1? Ist dann die ganze Zahl weg. Kann ich tun, ich muss so groß schreiben. Ja, ich muss das machen. So.
okay. Klar. So. Das wäre jetzt der Oberschild, wenn das einfach die 10 wäre. Alle denken jetzt, oh, das ist die 100. Könnte auch die 11 oder 12 oder 13 oder 14 oder 15 oder 16 oder 17 oder 18 oder 19. Ja. Das, hast du schon korrigiert? Das kann auch eine 7 sein. Jo, stimmt. Nee. Ihr dürft. Ja. Okay, wir dürfen. Ah, okay. Okay, kann okay, theoretisch alles korrigiert. Sein. Also. War eindeutig. Ich jetzt eingehen, wenn Bram sagt, bei uns. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er 100 ist, vor allem, weil er so weit links geschrieben hat, weil warum sollte er es sonst machen, wenn da nicht 13 stehen würden? Vielleicht war das auch vierstellig. Wer weiß. Vierstellig geht nicht. Ja, okay, Christian also, darf anfangen. Also, er hat noch. Wir haben noch zwei Züge bis quasi. Also, diesen ja, und den nächsten. Also, Zündung! Bis revealed wird. Wollte ich. Also, ich kann theoretisch ja mit allem fahren. Mhm. Ist halt nur die Frage, wann ich davon wegballern sollte, weil ich weiß ja noch gar nichts. Nee. Komm runter zu 100. Blau ist Peter, ne? Nee, blau ist Sepp. Da ist ja. Jay. Wo ist denn Peter? Hier, 91. Oh, ich fahr gleich ah, ja, zu 89. In zwei Zügen schaffe ich das. Das ist mein Plan. Ja, mein Plan ist eigentlich ja. eher so, sollte ich mal zu 23, dann hätte ich zumindest noch den Bus und könnte mit dem Taxi dahin fahren. Warte, ich muss dich gerade suchen, wenn ich ehrlich bin. Oben. Ja, aber ach, du musst da. Halt überlegen, was du in zwei Zügen schaffen willst. Dann ja, ja, aber zwei, einmal von Taxi da aus jetzt könnte fahren ich, und dann Taxi, könnte ich Bus. Mit dem Bus. Ich könnte mit dem Bus immer noch Taxi, zu 67. Bus. Oh ja, das ist echt gut. Will jetzt nicht direkt schon irgendwie dafür, weil wir noch nichts wissen. Ja, das finde ich auch gut. Deswegen fahre ich im Taxi zu 23. Mhm. Das geht auch. Geht doch, oder? Ja, das geht. Ja. Moment, wenn ich jetzt danke. Theoretisch, wenn Bram jetzt auf der 134 steht, ich da hinlaufen würde, ja, dann würde ich ist hinfahren, tot. Oder? Ja. Das ist korrekt, ja. Meinst du wirklich, dass er sich in seinem ersten Zug neben eingestellt hat, wo der vor allem neben dir gespawnt ist? Ja, reden hier von fucking Bram, ja. Der Schmerz sitzt tief. Ah, Jay, ich verstehe das. Also. Also, Moment, gehen wir mal durch. Ja, das ist hier die erste Runde. Dann zieht Bram, dann ziehe ich auch nochmal und dann wäre ich dort. Das heißt, ich habe jetzt eins. Das funktioniert nicht. Du hast zwei Züge. Nee. Zwei. Das heißt 142, 128, dann wäre ich das wäre eine Möglichkeit. Theoretisch, ja. Also ich würde schon auf die 134 wäre ja einer zu viel. Also ja, genau. Willst du nicht lieber zu 140? Ja, warum nicht? Ja, aber dann haben wir hier doch die Ecken. Dann haben wir den weg, rechten oder? Bereich ganz also weg. Das stimmt schon. Da, ja, ja. Ja, okay, also ich will nur sagen. Mal. Ja, doch, geht theoretisch schon. Du bist vor mir dran. Besser. Nee, pass auf. Mein Gedanke war, wenn ich da stehe, würdest du mich dann ja da blockieren, wenn ich runter will. Stimmt aber nicht, weil du bist ja vor ich mir nochmal dran. Ja, genau. Genau. Das heißt, du könntest dann irgendwo hingehen und dann könnte ich dazu kommen. Von daher cool. Sepp geht wahrscheinlich zu 84, oder? Ne, ich geh zu 153. Was? Wie kommst du da so schnell hin? Auf die 184 und dann rüber auf ja, die 153. Also gehst du doch zu 184. Ach so, die, ja, okay. Ja, okay. Mein Ziel ist die 153. Ich geh nach links. So, jetzt ja, es klingt doch eigentlich nach einem vernünftigen Plan. Das bedeutet, ich muss ein Taxi an Bram schicken. Ja. Dann nehme ich das doch erstmal an. Bist du in der 142, Bram? Nee. Ja, oh Mist. Da steht vorbei, da. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Da stehe ich. Okay, dann bin ich jetzt dran, ne? Ja. Mit der mit einem Taxi zu 105. Ram, du kannst ja vielleicht die Frage merken, ob du in der ersten Runde neben Jay auf der 134 gestanden hättest. Das wäre der Shit. Das wäre halt wirklich ärgerlich. Ja, jetzt ist Sepp dran. Okay, Bram, du kriegst alle meine Taxikarten. Nein. Ja, aber Taxi eine Taxikarte. Und fahr auf die 184. Okay, time for blindfolding. Time for blindfolding. So, ihr seht natürlich jetzt, wo die anderen Lappen alle sind. Wir sind hier. Say goodbye. Ich würde so fahren. Ich überbrücke. Das wäre so ein Kälteschauer, Chris. Die Downtime! Die Downtime! Alter. Die Downtime, Sister! Oh, what the können fuck, bitte Jay, können wir Jay bitte einfach muten? Ah, ich hab vorhin mitgetanzt. Das war super schön, Jonathan. Bist du fertig? Nee, meine Ohren. Ich musste gerade meine Ohren gerade kurz richten. Ich wollte einfach nur die Downtime überbrücken hier. Okay. Mann. Ich bin fertig. Downtime ist da. Ja, oh, der Taxi gefahren. Jay, der ist bestimmt zu 127. Weil der oh, ich erkenne leider keinen Schriftzug darunter. Ja, also keine Ahnung.
Okay, wenn man unter den Tisch gucken kann, kann man aber auch nicht. Christian darf. Joa, wo fahren wir hin zu 67, oder? Ja, das war doch der Plan. Oder? Geh für so 67. Ja, vielleicht hätte sich da was dran tun können, aber. Ich fahre mit dem Bus. Busfahren ist. Den Bus, den nehme ich. Busticket habe ich gerne. Da ist doch eine Linie, ne? Ja. Ja, habe ich ja gerade auch. Sieht gut aus. Ding, ding. Okay, der Sexy J. Letztes Mal hatte ich zu viele Bustickets. Deswegen gebe ich jetzt ein Busticket aus. Um Danke. 28 zu fahren. Ja. Gleiches Prinzip bei mir. Busticket. Ja, machen wir jetzt alles aneinander nach, oder was? Um zu 89 zu kommen. Ich mach das nämlich auch. Ja, kriegt der Wagen nämlich keine Taxifahrten mehr hier, ne? Das ist ja kann nur mit dem Bus fahren. Ich muss ja ganz kurz gucken, ob da was anderes ist. 153. Wir gehen die Bustickets nicht aufeinander. Ne, das sind nur Bustickets. Vielleicht sind die umgedreht. Ah, ja. Jetzt beim Groupen ging's auch. Okay, das war ein schneller Zug von euch. Dann könnt ihr offen bleiben. Ach so. Weil, ich fahr jetzt dann. Kann ich jetzt das machen, was ich wollte? Doch, oder? Ja, fahr einfach zu uns. Sepp wird direkt sich jetzt in den Arsch beißen. Oh nein, standst du neben mir? Oder stand auf der 185? Och Gott, oh, nein! Shit. Oh nein, so, ach, das ist bitter. Hab, dann nehme ich nämlich jetzt den Bus. Und wir fahren halt so 157. Okay. OJ, das ist gut. Peter kann direkt hier runterkommen. Christian kann direkt hier runterkommen. Ich kann da nicht direkt. Der Bongo. Das ist gut. Ja, aber du bist zumindest nicht ganz oben links oder so. Ja. Du bist ja nicht so schlecht. Ja, so schlecht. Peter kommt mir gleich links. Peter kommt mir gleich nachgefahren. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Wann könnt ihr jetzt ein Black Ticket nutzen? Das stimmt. Das ist wirklich ein Problem. Fuck, Reno, Alter. Ich hab Oh no. Ich hab 6 Wege. Wahrscheinlich ein Black Ticket. Oh no! Alleine auch nur, um uns abzufangen, um im Zweifel wieder zu seiner Mutter zu fahren. Oh, Christian kann hier die 115 abdecken. Oh ja, das stimmt. Da muss ich tatsächlich einmal ins Regelwerk gucken. Bezüglich der. Der was? Nee, ihr könnt ruhig machen. 115? Man sieht die Map, alles gut. 115 ist. Bram fährt als nächstes da mit dem Boot hin. Dann bist du einen zu spät, ne? Ja, das funktioniert nicht, da ist Bram dann schon wieder da. Also weg. Sepp würde ich potenziell. Nee, stimmt gar nicht. Außer er nimmt ein Double-Ticket. Was braucht man nochmal für ein Boot? Peter. Ein schwarzes Ticket. Ja. Wie wäre es, wenn Peter zu 140 fährt? Mhm, das ist gut. Ja. Sepp. Da fährt er ja super weit. Zu 180. Aber von der 180 bin ich viel zu weit weg von dem. Ja, aber da ist das Black-Ticket, ne? Ja, und da komme ich da in 2 Runden hin, dann ist er schon wieder weg. Ja gut, aber dann bist du da unten, um ihn da halt abzuhalten davon. Peter deckt dich ab, ich versuche hier oben das abzudecken und Christian, keine Ahnung, muss halt irgendwo hin. Alles ganz schön. Also Christian müsste die 115 eigentlich abdecken, das wäre ganz gut. Na, damit wäre er zumindest über die Wasserwege nicht direkt weg. Ja, aber ist ja okay, du bist ja jetzt dran. Bram zieht und dann hältst du ihn. Also ich finde es halt persönlich, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das richtig oder klug ist oder sowas, aber ich glaube, es ist relativ wichtig, die Wasserwege abzudecken, damit er ja nicht plötzlich richtig weit weg ist. Weil er kann meinetwegen ein Doppelticket auch oder sein zweifaches Ticket benutzen mit Black Ticket oder was auch immer. Das kann er machen, aber trotzdem wäre es ganz gut, wenn wir da wechseln, wenn er da nicht uns blockiert. Mit. Also von Bram ist das mega smart gemacht, weil er hat uns jetzt das gezeigt. Und wie viele Runden hat er jetzt Zeit? 5 Runden, ja, wo er einfach irgendwo hingehen kann. Und wir tappen die nächsten 5 Runden komplett im Dunkeln. Ja. Ja. Gucken wir mal. Ich fahre mal Bus und fahr zu 102. Wird gebus gefahrt. Wo fahr ich denn dann hin? Ich sag immer, ich würd 180 nehmen. Ja, aber da bin ich ja viel zu spät da. Weißt du? Ja, aber wo willst du halt, also. Die Taktik ist halt folgendermaßen: Entweder wir konzentrieren uns auf ein Gebiet, wo er hingeht, was Quatsch ist, weil dann geht er einfach nicht in dieses Gebiet. Oder wir teilen uns halt hier auf. Das heißt, wir müssen uns aufteilen, es geht nicht anders. Und da unten links sonst niemand ist. Absperren. Was?
Ich würde halt versuchen, diese Black Tickets mit. Ja, aber kriegst du ja nicht abgesperrt. Also. Nee, Bram kann theoretisch im nächsten Zug hier sein. Und Sepp chillt hier. Genau. Bram ist schon lange weg hier unten. Ja, und Sepp kann da nicht mit dem Bus hinfahren. Wenn er einen Bus nehmen würde, würde er bis hier direkt fahren. What the fuck, ja, Alter, was richtig. Ist das für eine Buslinie? Die ist sick. Korrekt. Deswegen ist die 180 sogar relativ krass sogar, weil du mit dem Bus einmal bis hier fahren kannst. Ja. Einmal bis hier fahren kannst. Und bis da, wow. Aber halt auch bis da. Deswegen ist die sogar relativ flexibel. Okay-isch. Also ich glaube, ich würde das jetzt hier Problem. Ich würde zu 184 gehen und dann zu 156. Ja, dann ist er ja genauso, kann er ja schon über alle Berge sein. Was? Nee, dann kann der aber nicht über die Brücke laufen. Natürlich. Klar. Das ist schon längst. Wenn du bei der 184 ist, ist er auch bei 156 und dann ist ja, er und auch dann habe ich 155. Ihn. Nee, dann habe ich ihn. Hä, nein. Ja, klar. Doch, den hat er schon gemacht, theoretisch. Also, wenn Sepp jetzt dahin geht, ist Bram dann einmal Bram dran und dann ist Sepp wieder dran. Ja. Genau. Wie viele Doppeltickets hat er zur Verfügung? Zwei pro Spiel. Zwei. Ja, wir müssen. Also, die Sache ist, wenn besser Chris, als. Ja, aber wenn Peter die 140 nimmt, ist er auch direkt da. Ja, vielleicht dann soll ich den besser nehmen. Zu 180 gehen. Vielleicht ja, soll aber ich was hier, willst vielleicht du denn? Soll ich hier oben abdecken. Hier, die Brücke. Weil sehr doppelt schwarz nimmt, beispielsweise. Doppelt schwarz, Alter. Ja, schon in West. Ich gleich mit dem Taxi einfach und die ganze ich Zeit im Kreis zu 185 159, 158, 157. Immer so über die Brücke hin und her. Was ist der Plan? Ich fahr zu 185? Ich glaube, das wäre gar nicht so unsmart. Warte mal. Fände ich ganz gut. Ja. Finde ich gut. Aber ist dann nicht quasi der Weg für die 128 viel zu offen? Das ist egal. Die 128 ist nicht so krass, wie wenn er nach links aber kommt. Peter ist ja dann nicht mehr da oben, ne? Peter ist ja links, du bist links, ich bin quasi nördlich links, rechts. Das würden wir dann aber sehen, wenn er mit dem U-Bahn-Ticket fährt. Alles andere sehen wir nicht, wenn er nur Bus und Taxi fährt. Also, ja. Aber damit liegt er halt auch die Bus. Ist so oder so schwierig. Man ist belastend naja, gerade. Wir können, alternativ ist immer noch, also man ist ja schnell. Und wir sehen ja, was er macht. Ja. Also wir könnten ihm immer noch näher kommen, wenn Jay jetzt beispielsweise zu 185 geht und ich doch zu 128 gehe. Dann können wir ja immer noch reagieren. Wenn er dann eine schwarze oder zwei schwarze gepostet hat, dann kann ich ja theoretisch wieder nach oben einfach. Das stimmt. Kann man die schwarze Karte nur für diese Wasserwege nutzen oder ist das nein, kannst du für alles, nee. Das ist das Geile. Kann du, wir Taxi wissen nicht. Drunter ja, sein. Genau. Hab ich schon ganz oft das gemacht, da ich einfach bitter. Mit dem Taxi so im Viereck gefahren bin mit den Schwarzen. Das war schon lustig. Okay. Ja, dann lass das doch so machen, das klingt gut. Ja, klingt am Plan. Ich finde das immer gut, dass du mich auch so. Teilhaben lässt. Ja, so wie wir das letzte gesagt haben. Also Jay 185, ja, okay, warte. Peter kommt runter. Ganz einfach. Ja, Bram, wie sollen wir dann das machen? Ganz ehrlich, ne? Wir müssen ja. Ja. Ja, ich weiß, ihr müsst euch offen besprechen. Aber ich glaube, ja wenn man einem normalen Scotland Yard Spiel nicht anders. Ich meine, das ist ja richtig, ja. Das wäre. Ja, du musst immer aus dem Raum gehen. Ja, wir haben ihn damals immer K.O. gehauen, wenn wir dran waren. Am Ende des Spiels war ein bisschen am Ende, aber gut. Bin ich echt ein bisschen froh, dass ich ja weit weg sitze. Na komm, Jay, gib den Ruck. Gib mir das U-Bahn-Ticket. Christian ist dran, oder? Nein, nee, Christian hat das schon. Ich hab schon. Also gehe ich zu 185. Ja. Ist er eine Buslinie entfernt von Mr. X? Was war das, was du immer möchtest? Mit Bram spielen. Ja. Okay, und wie gesagt, also hallo, die Taktiken sind immer schwierig. Deswegen würde ich jetzt zu 128 gehen. Ja, würde ich auch sagen. Aber zumindest, guck mal, ist der zumindest. Dann haben wir ihn eingekreist. Klar kann er dann entwischen, aber dann. Naja. Ich fahr mal, glaube ich, mit einem Underground-Ticket. Was? Zu 140 und dann zu 156, als zwei Bustickets zu verballern. Bei Bustickets zu verlieren ist schon hart, so verliere ich von jedem einen. Ja, 140, da kommt er dann auch nicht mit zwei Tickets mal eben so hin, oder? Naja, fahr mal auf die 140. Ja. Ich bin erst dran. Ach so, sorry, ich bin doch erst dran.
Warum machst du denn nicht, Peter? Entscheide mich jetzt aber dagegen, die 194 freizulassen, ja? Ja. Ja, ja. Nee, nicht zu decken. Dafür. Ja, mach ich doch. Okay. Fucking Beta. Du kannst halt ich wollte nur mal fragen, ne? Du kannst immer reagieren, egal was wir machen. Es gibt 6 Routen, also wir sind voll am Arsch. Gut, das heißt, ein Voll. Okay, Bram. Ein Voll, dann mal, wa? Okay, was ist jetzt smart? Sterben. Kleines Auto. Deine Mutter. Also, ich glaube, wir sollten so fahren. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Wobei, ich würd mich ja super gerne einfach neben Jay stellen, wenn ich ehrlich bin. Und er wird hoffen, dass er mit dem Bus dann vorbeifährt. Naja. So, wenn wir das machen, dann wird Peter auf jeden Fall den Move machen. Ich könnte da hinfahren. Haben wir eigentlich gar keine Joker oder so? Ich könnte da hinfahren. Nee, wir sind einfach am Arsch. Wir haben einfach 4 Gehirne gegen ein Gehirn. Das ist halt, das ist die, also das hat Bram aber wirklich gut gemacht. Da zu stehen jetzt ist schwierig. Ja. Das ist schon belastend. Ja, ist belastend. Ist belastend. Wir könnten da hinfahren. Und dann kann ich. Der geile Typ. Moment, kurz drüber nachdenken. Das habe ich jetzt erst gesehen. Das geht ja, bis dahin nicht. Das geht aber bis dahin sogar. Das wird. Ah, Peter wird wahrscheinlich dahin moven. Jay wird irgendwo hier hin moven oder dahin. Er wird auf jeden Fall nicht dahin moven, das macht keinen Sinn. Jay wird die Brücke fertig machen. Ja, ich mach die platt! Scheiß Brücke! Deine Mutter ist so fett! Hast du die Brücke richtig fertig gemacht? Die Brücke. Wir könnten so eine Karte nehmen. Da ja, oder da hinfahren. Und dann das 50-50-Game spielen. Schon benutzt. Das ist schon sehr früh, wenn er das jetzt benutzen müsste. Aber ja, die Manipulationsspielchen von Jonathan Abbott. Ich finde ja, das halt das war ja cool. Auch unser Bait dafür. Letztes Mal hat er das definitiv nicht so früh gemacht. Nee. Das stimmt. Und dann hat uns das nachher richtig gebumst. Wir haben am Ende trotzdem gewonnen. Ja, nur weil er uns Tipps gegeben hat. Ja, du hast überhaupt keine Tipps gegeben. Er hat einfach einen auf Grund und Boden verarscht. Ja, der ist halt die ganze Zeit um einen rumgefahren. Der hätte natürlich ja, richtig. Auch richtig fliehen können. Dann hätten wir richtig dumm aus der Wäsche geguckt. Ich würde ja so gerne dahin fahren. Soll ich da tun, liebe Zuschauer? Wenn ich jetzt Live-Chat hätte, würde ich das gerade mega abfeiern, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich würde gerne dahin fahren. Aber das wird wahrscheinlich dann. Das wäre mal potenziell echt auch witzig. Ohne Stream, wir dürfen den Stream nicht gucken. Nein. Und Bram spielt mit dem Stream Scotland Yard. Das wäre echt nice. Wenn wir eigentlich vielleicht machen wir das nächste Mal. So, da wird er hinfahren. Das heißt, wir nehmen safe. Ich würde sagen, du musst zum Puck fahren, Bram. Ja. Fahr zum Puck. So, ich habe mich zumindest für mein Verkehrsmittel entschieden. Dahin? Oh, das ist Jake. Oder da? Oh, Taxi. Was sonst? Oh. Wo Bram hat wahrscheinlich so viele Busse bekommen. Ich glaube, der fährt jetzt Bus. Ich glaube, der baut einen Bus. Ich glaube, der fährt jetzt schwarz. Ich glaube, der baut einen schwarz. Nee, Moment. Schwarz wird war der fertig? Was, der baut einen? Nee, Moment noch. Sekunde, Sekunde. Das ist gerade. Pass auf, dass nicht die Zahlen wieder zu. Wollt ihr nicht stressen, Bram? Nee, Bram, so ein Doppelticket ist aber doch schon nicht so. Nee, schwer. Doppelticket, Doppelschmicket, sag ich immer. Ja, aber dann läufst du nicht Gefahr, geschnappt zu werden. Ja, weißt du, ganz schon ehrlich. Schon doof, wenn du direkt in der 4. Runde geschnappt wirst. Da stimme ich dir absolut zu. Das ist das Klügste, was man machen kann, wäre halt mit Schwarzen einfach wegfahren. Weißt du, warum sollten wir. Okay. Nee, schwarz Story fahren nennt man schon. Ein bisschen rassistisch, ne? Ja. So. Du dir einfach ein und fährst weg. Ja, machen wir das. Das ist das Sicherste. Ihr seid dran. Okay. Er hat einen Schwarzen genommen, komm. Das war so klar. Aber ja. Nur einen. Okay, Bram ist zu 194 gefahren. Okay, neue Option. Er ist da. Da. Ja. Da. 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 142 auch noch. Da. Da. Also warte mal, Taxis haben wir alle abgedeckt. Ja, Busse auch. Bus. Da lang, da lang, da lang. Zu dir kann da er nicht. Da lang kann er dich. Okay.
Okay, was ist das Logischste, wo ein Bram hingeht? Meine, haben wir wirklich alles abgedeckt? Sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Gehen wir nochmal in uns. Nee, okay, ach so, ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ich glaube schon. Am smartesten ist es tatsächlich zu... Also ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, ob man keinen Doppelsprung machen kann mit einer Fähre, wa? Also du kannst halt nicht den hier machen. Kann man mit nicht? Einem nee. Ticket. Nee, nee, du kannst nur einmal fahren. Zwei. Ja, achso, okay, genau, da brauchst du zwei Tickets. Genau, da brauchst du zwei Tickets gegangen. Für. Ja. Aber ich meine, mit einem Ticket kannst du nicht bis zu 108. Wenn ich mir das ausgucke, ja? Sorry, aber dann lass mich kurz nochmal, dann hättest du aber das Zweimal-Ticket und noch ein schwarzes. Das hättest du machen können. Ja, korrekt. Genau. Okay. Korrekt. Sorry, das also, Christian kann das direkt abdecken. Peter kann das direkt abdecken. Sepp kann das direkt abdecken. Ich kann das direkt abdecken. Das heißt, er wäre nur noch da, da oder da. Jetzt ist die Frage, wie sehr glaubst du, Jay, dass er auf ein Feld gegangen ist, wo wir ihn direkt erreichen können. Das ist Bram. Ich finde, wir sollten trotzdem das machen. Wenn wir das nicht machen, potenziert sich quasi immer die Möglichkeiten, wo er sein könnte. Ja. Wenn wir das nicht ausschließen. Ich würde es auf jeden Fall. Wenn du halt immer die abfährst, also um zu kontrollieren, weiß man halt aber auch immer, wo du hinfährst. Ne? Ja, man könnte die natürlich auch direkt ausschließen, weil man halt sagt, da würde sich Bram nicht hintrauen. Mhm. Ja, aber ich glaube schon, dass er das macht. Random Moves. Mehr Random Moves. Nee, Random ist nicht gut für uns. Mehr Random Moves. Bram hört uns die ganze Zeit zu. Also auf der 115 will er nicht stehen. Ja, auch ein interessanter Spielstil jetzt. Also zumindest in der ersten Runde hätte er das sicherlich nicht gemacht. Muss man denn eigentlich bei einer schwarzen Karte, also warte mal, du warst bei der 157, ne? Mhm. Ja. Mal angenommen, du wärst mit der schwarzen Karte jetzt zur 158 gefahren. Hättest du dann da auch ein Taxi drunter legen müssen? Nee. Ich muss nur die schwarze. Die schwarze zählt als. Okay, logisch. Achso, da gibt es hier nur die schwarze Karte. Jetzt so, oh ja, guck mal, da. Ja, stimmt. Oh, da fehlt eine. Ja, deswegen wollte ich mal fragen. Vielleicht können wir mal gucken, ob eine Taxikarte fehlt oder so. Ja, gut. Ich hab zumindest ein Bedürfnis, eigentlich zu 194 zu fahren. Weil ich glaube, er geht irgendwie zu 180 oder so und tingelt sich hier raus. Ich bin dafür, du darfst über die 156 damit fahren. Dann wäre es cool für mich. Also ich finde schon, dass du das ein Ding abdeckst. Ich geh kurz pissen, ja. Eins. Hier wäre zwei. Und aus wäre ich hier bei der 2. Hier wäre ich bei der 3, okay. Dann wäre ich hinterher. Ach so. Das bringt nichts. Da hast du dich zugegen entschieden, als du da hochgegangen bist. Ja, aber er hört ja auch die ganze Zeit zu. Das ist ja noch das zweite Problem. Ja, okay, das mag ja sein, aber damit müssen wir halt spielen. Aber ich würde schon sagen, dass wir safe 3 Sachen jetzt ausschließen. Wir können 4 Sachen ausschließen. Ja, das von ist schon besser. Von den 6 Optionen. Nee, wie viel hat er? 7 Optionen. Da können wir 4 von ausschließen. Da hat er nur noch 3. Das wäre schon einfach... Das ist so wichtig. Ich denke, er wird auf der 158 stehen. Ich glaube, er steht... Glaube ich fast auch. Ich glaube, er steht hier. Ich glaube auch, dass er... Dann fängt er gleich an, im Kreis zu fahren oder so. Quatsch. Ah, guck mal, wenn wir alle glauben, der ist noch auf der 194. Ja, okay. Das wäre halt der smarteste Move gerade aus der Sicht. Aber ich würde es trotzdem nicht machen. Weil alleine kriegst du ihn eh nicht gefangen. Selbst wenn wir uns jetzt zu fit entscheiden würden, zu 194 zu gehen, also selbst das wäre ja, dann das stimmt. Schwierig. Okay. Ja, okay. Ja, dann machen wir das so, wie wir gerade am Anfang gesagt haben. Das heißt, ich decke jetzt erstmal die 115 ab und werde ja. Mit Taxi. Ja, ich fange an, fahre mit dem Taxi zu 170. Hier, bitteschön, Bram. Dankeschön. Haben wir dich? Ne, da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, mich dahin zu stellen. Das war das, wo Bram sagte, da würde ich mich unfassbar gerne hinstellen. Ja. Fahre ich Taxi oder Bus zu 142? Ich tendiere Bus, auch wenn es eine kurze Mama Strecke Bus. Ist. Mama Bus. Bus. Taxi ist nachher so wichtig. The Bus. Ich fahre aber, glaube ich, mit dem Taxi. Wohin soll er eigentlich fahren? 133 oder 156? Das wissen wir noch nicht. Ich glaube, das Smarter... Ja, scheiße, er macht die Brücke halt auf, ne? Ja. Also entweder ist er die Brücke da auf. Im Zweifel müsste er wieder zurückfahren. Ja. Um die Brücke zu schützen. Wenn er bei der 133 wirklich steht, weil... Ja.
Also ich würde zu 133 gehen an Selbststelle. Aber dann wäre er durch, ne? Dann kann er durch. Schlüpfen. Ich kann theoretisch wieder zurück, also ich kann theoretisch hier hin und nächste Runde wieder zurück. Richtig, wenn er da abhaut. Christian kommt eh runter. Was ist das? Ein Bus und ein Taxi-Ticket. Das heißt, er kann wirklich auch nur zu 140 fahren von da aus. Ja, und er kann nur zu 127. Und Peter könnte... Ja. Ja, habt ihr auch wieder recht. Ja, dann 156 ist schon sinnvoller. Also, ja. Fahr mal. Vor allem, weißt du, was das richtig Gute ist? Wenn er wirklich auf 133 oder 58 steht, dann haben wir ihn komplett schon eingekreist und er kann schon eigentlich nicht mehr abhauen. Wenn er die 194 ist, dann so. Ja, wenn er nicht auf der 194 steht. Ja, okay, ja, gut, wir haben halt aber immerhin das abgedeckt, was wir halt am besten machen konnten. Ja, richtig. 194 hat er uns dann halt gefickt. Was willst du machen? Dann müssen wir halt nachher gucken. Okay, dann müssen wir aber nicht in die Kreise löschen. Komm, Ram! Ich hab dich, oder? Ja, die nee. Ich hab da so einen Verdächtigen gesehen. Okay, dann müssen wir wieder blindfolden. Ficken, ey. Yep. Das ist so cool. Also das hätte mich jetzt auch stark gewundert. So, nee, wenn das Spiel so früh ausgewesen wäre, das wäre ja... Das wäre kacke gewesen. Wie war das? 158 oder 194? Ja, okay, unsere Möglichkeiten sind natürlich jetzt hart begrenzt von dem Feld aus, das wir fahren. Ich glaube, er fährt Taxi. Bullshit! Ja, richtig! 194, was kann ich nur tun? Bullshit! Er kann von da aus, glaube ich, auch nur Bus, Taxi fahren. Nee, Bus glaube ich auch. Nee, das ist nur ein Taxifeld dort unten. Die 194. Ja. Mhm. Könnte aber natürlich nochmal ein schwarzes Ticket benutzen. Dann hätte er keins mehr. Das hat er letztes Mal gemacht. Na, da zwei Stück noch, Peter. Also würde er halt vier? Sinn machen. Er hat doch vier. Oh. Also macht schon Sinn. Das sollte er auf jeden Fall alle ausnutzen. Ja, das auf jeden Fall. Wenn ihn nachher in die Enge getrieben haben, dann bringt ihm sein Black Ticket nichts mehr. Und. Oh, ich hab was zu spielen. Pass auf. Vielleicht haben wir ihn auch so eingekesselt, dass er jetzt ein Double-Ticket nehmen muss, wenn er nicht unten ist. Das ist das beste Feature aller Zeiten. So, das wäre gut. Okay. Dann ja, wird nämlich halt richtig eng für ihn. Ist halt dann simpel, wa? Ja, ist simpel. Ja, ich musste einmal ganz kurz gucken, was wir jetzt hier machen, aber... Ja, ne? Ihr dürft! Okay. Oh, Taxi. Ich war gerade am Quatsch machen. Ja, okay. Dann mal gehen wir mal weiter. Er könnte sein. Hier? Ja, mal du mal. Boah, aber warte mal, nee, die grüne ist kacke. Nimm mal rot. Lass jemand anders machen. Oh. Nee. Lass jemand anders nehmen. Lass Sepp die Kreise machen, der ist blau. Okay. Damit wir also, damit die er kann entweder Stiche hier haben. Sein. Er kann hier hinfahren. Er kann hier hinfahren. Er kann von da aus hier hinfahren. Er kann hier hinfahren. Peter kann er nicht. So, und unten kann er hier oder hier sein. Hier auch. Oh shit, da kann er auch hinfahren. Die ist schon echt weit weg. Die würde ich tatsächlich am wahrscheinlichsten sehen gerade. Mhm. Ja, oder auf die 93 für die 180. Ja, ich weiß, also. Puh, das ist. Okay, Party People. Da ist jetzt die Frage: Fangen wir wieder an, Kreise abzudecken? Weil. Ja. Ja, okay, drei, aber die Kreise werden da unten immer mehr. Deswegen. Also ich werde versuchen. Halt, deswegen, wenn du mal, also allein schon guckst, das, was Jay meinte, ist halt gar nicht so blöd. Hier sind deutlich, also die hier sind ja genauso viele Kreise logischerweise hinzugekommen wie hier, aber also das hier ist ja sau gefährlich. Ja, wir, aber dann jetzt alle hier, darauf haben wir nicht gespielt. Also der, okay. Das ist eigentlich irrelevant, was hier also unten passiert. Also dann hätten wir quasi in Runde 3 das Spiel verloren. Nee. Das haben wir noch nicht verloren. Nee. Mal, dass nee. Da unten ist. Ja, also bis aber bei Runde 8 wissen wir dann ja wieder und können entsprechend reagieren. Aber bis dahin müssen wir erstmal so spielen, als wäre er hier geblieben. Ah, der muss in 3 Runden nochmal, okay. Mhm. Ja, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als zu 127 zu fahren. Weil jemand anders
Wir schaffen halt ja, nicht alles dich. Abzudecken hier oben leider, aber fast. Für dich macht das Sinn, ja. Ich kann mir zwei Optionen aussuchen. Haben wir dich? Das ist ein Taxi, mit ich krieg. Ja, ja. Peter wird wahrscheinlich die 141 nehmen. Der einzige, den ich abdecken kann. Sepp kann ja, auch zwei machen, ich kann zwei machen. Nee, stimmt. Das nee, ich fahr auf die 140, Jay. Ja, 140 ist schon smart wegen der Brücke. Ich überlege dann die 157 zu nehmen, um einfach die andere Brücke nochmal zu sichern, damit er nicht da nachher abhaut. Damit wir safe sein können, dass er nicht da unten sitzt. Ja. Wieso kannst du die 158 nicht nehmen? Da steht er nicht. Außerdem. Da kann er nicht stehen. Alles gut, Sepp? Aber wir haben folgenden Vorteil, wenn Jay hier hochgeht, dann ist Jay schon mal auf der 157, ist gar nicht so weit weg von dem Gebiet nach links. Peter geht ja, auf. Sieht in drei Runden eh schon wieder ganz anders aus. Ja, aber es gibt aktuell, wenn wir jetzt den Zug machen, das heißt gibt es eigentlich, nur noch, Beispiel, gibt's eigentlich nur noch den hier und hier unten. Ja. Alle anderen haben wir abgedeckt. Korrekt. Das heißt, nee, die anderen decken wir doch alle jetzt ab. Nur noch und da kann er dann. Eigentlich, ja. Dann wissen wir eigentlich, dass er hier unten safe ist. Stimmt, dann wissen wir, dass vor, und dann, bevor es revealed wird, was eigentlich ganz geil ist. Genau, und dann könnten wir gleich schon, wenn wir jetzt den Zug gemacht haben, alle darauf hinarbeiten, hier unten hinzuballern. Ja. Why not? Oder wir gucken erstmal, was er gleich hier macht. Weil dann hat er wieder Taxen. Dann kann er ja taxen, das heißt, er kann gleich wieder zu fünf Orten fahren von da aus. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er hier ist, ist sehr, sehr gering. Weil wir sonst alle anderen Wege abgedeckt haben und jedes Mal, wenn wir hier die Wege abgedeckt haben, die Wahrscheinlichkeit noch mehr sinkt, dass er auf der 159 ist. Also wenn wir jetzt hier die alle zumachen, dann ist er safe hier unten. Die 158 war zu dem Zeitpunkt ein safer Point, wo er hingelaufen ist. Da war keiner erreichbar. Jetzt ist es halt das ja. Problem, weil wir ihn halt so eingekesselt haben. Das stimmt. Das stimmt. Also das ist es nicht unwahrscheinlich, dass er trotzdem da ist, wenn er wirklich nicht den Fluss benutzt ja, hat. Ja, wahrscheinlicher ist aber... Ja, wobei, ja doch, ist tatsächlich... Ich glaube also, eher, es ist noch unwahrscheinlicher, dass er auf 157 gerade steht. Dann kommt der Bram-Faktor aber ins Spiel. Ich glaube, ich würde fast eher noch überlegen, zu 159 zu gehen. Kann ich auch verstehen. Als zur 100... Also ich glaube nicht. Problem an der Sache. Zwei Leute, die auf die 157 laufen können. Das stimmt. So safe ist das nicht, dass Bram das jetzt wegwerfen würde, dass er auf die 157 geht. Das stimmt. Problem ist, wenn er da steht, ist er dann... safer. Naja, sicher ist das dann auch nicht. Ja. Nee, sicher ist alles nicht, aber dann können wir die 107. Boah, nee, ich glaube, dann wird Bram sich viel mehr ein abmeilen gerade. Von der 157. Hey, ich bin einfach nur still hier und sitze hier, ja? Ist alles ja, von ja, der 157 ja. Kannst du aber wieder mit den Dingern weghauen, ne? Was denn? Kannst du wieder Boot fahren. Ja. Das wäre halt schon echt gefährlich, wenn er da steht. Weil hey, dann ihr könnt auch machen, dass Jay auf die 159 fährt und Peter daheim mit dem Bus. Aber dann werden ja, die frei. Nee. Theoretisch kann das sein. Die hat immerhin weniger Optionen als die da unten. Ja, richtig. Eigentlich wäre das sogar vielleicht besser. Aber warum sollte er uns das sagen? Aber nee, ganz ehrlich, jetzt ernsthaft. Ja, genau. Aber jetzt, wenn wir noch davon ausgehen, dass er hier ist, wäre doch besser, was er gerade vorgeschlagen hat, so bescheuert, wie das klingt. Weil, wenn der. Dann haben wir nur noch die 141 offen. Und da stehen wir dann ja alle drumherum. Nee, stehen wir nicht mehr drumherum. Naja. Mehr als bei der 159. Ja, würde ich auch sagen. Das stimmt. Das muss aber auf jeden Fall zu 140. Aber wir müssen eigentlich uns das Bewusstsein rufen, dass hier, wir decken jetzt gleich 1, 2, 3 Punkte ab. Nee, 4. Aber wieso decken wir nicht 4 ab? 1, 2, Christian hat sich schon bewegt auf die 127. Ach, Christian hat sich schon bewegt. Okay. Also wir decken jetzt gleich 3 Punkte ab von 4. Wir müssen uns jetzt einfach nur entscheiden. Also wenn wir... Die Chance ist hier 1 zu... 1, 2, 3... Ja, das ist doch völlig egal. Also im Endeffekt, das ist ja alles... Also die Chance steigt viel höher, dass er hier unten ist. Und ich würde mich nicht drauf versteifen, wenn wir gleich die 141 oder die 159 überlassen...
dass wir da drauf gehen, dann würde ich lieber darauf taktieren, da er hier hingegangen ist. Weil wenn wir jetzt auf die Felder, auf die vier Felder hier ausweichen mit drei Leuten, dann also müssen wir ihn eigentlich treffen. Wir können doch die Option zumachen. Wenn er hier auf 141 ist, kann er nirgendwo mehr abhauen. Da können wir die zwei Punkte... Pass auf, wenn du gleich hier stehst, ja, ich da stehe, dann kann Brammen da, da oder dahin abhauen. Ne, dahin noch, ne? Ne, kann er nicht. Na doch, kann er wohl. Doch, kann er wohl. Da ist der Taxi. Ja. Das heißt, er hat auch nur noch vier Optionen, die wir alle direkt abdecken können. Das heißt, wir können uns in der nächsten Runde sicher sein, dass er nicht mehr hier oben ist. Was viel früher ist. Und da sind wir zu 100% sicher, glaube ich. Ja, sehe ich auch so. Also, Sepp, ich verstehe, was du meinst. Die Wahrscheinlichkeit, dass er da unten ist, ist extrem hoch. Ja, dann sind wir halt eine Runde später. Ja, ja, okay. Also, genau, er kann aber es gibt eine Restwahrscheinlichkeit, dass er hier ist. Und wenn wir die ausmerzen können, wäre eigentlich ganz dahin, gut, finde ich. Dahin, dahin oder dahin abhauen. Gleich. Mhm. Ja? Ja, das bedeutet, ich stehe da, gehe dahin. Peter steht da. Kann wieder da zurückgehen. Oder dahin gehen. Ich kann dahin. Dann haben wir alle vier Sachen abdecken. Nächste Runde ausgeschlossen, dass er auf jeden Fall nicht mehr hier oben ist. Und damit können wir dann nach unten gehen und uns darum kümmern. Würden ihn im Zweifel forcen, ein Doppelticket zu benutzen. Genau. Ja, das ist doch viel klüger. Okay, hüp Jay. Ja, dann fange ich an mit einem, logischerweise, Taxi. Na, haben wir dich? Nee. Wunder, oh Wunder. Nee. Das Bram schimmelt da unten rum. Das ist ja, natürlich, aber wir müssen es halt trotzdem... Du wolltest am Anfang gar nicht hingehen, Sepp. Okay, ich benutze ein Busticket zu 157. Aber weil alleine kann richtig. Ich da auch nichts machen. Ja. Ah, ja. Das hätten wir aber damit negieren können, dass er da hingeht. Nein, wir haben uns darauf committed, dass wir die alle ausmerzen, aber den letzten... Ja, da machen wir das auch. Den würde ich gerne überlassen. Scheiße, jetzt muss ich wieder was benutzen, was ich nicht benutzen will, ey. Nimm einen Bus. Taxi oder Bus darfst du nehmen. Ich nehme einen Bus. Ach, fuck off nicht. Ran? Nee. Ja, bleib zuck, voll, der bin ich dran. Zuckt nicht mal, ey. Natürlich nicht. Because he's a Wichser. Weißt du ja alles nicht. Vielleicht stand er doch auf dem einen Feld, benutzt jetzt ein Zweier-Ticket und fährt halt mit dem Zug weg. Fucking Lacker. Okay, was machen wir jetzt? Ich dachte, du wärst schon fertig. Da kannst du jetzt gerade deine Eier abschimmeln, Bram. Nee, gibt ja auch so... Okay, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die jetzt gleich ihren Move machen, dann stehen die da und da. Das heißt, wenn wir so fahren, können wir ganz entspannt da lang. Wenn einer ausschert, gehen wir davon aus, ja, einer schert aus. Sagen wir Jay. Nee, wer ist das hier? Grün. Wer ist grün? Peter. Grün schert aus. Kommt bis da oder bis da? Peter, schert mal aus. Blau kommt bis da. Das heißt, ich darf nächste Runde nicht dastehen. Das heißt, wir stehen so. Eins, zwei. Bis wann muss ich revealen? In drei Folgen erst. Oh, in drei Zügen erst. Du kannst doch da unten rumeiern, wie du willst. Also kein Thema. Okay. So, drei Züge haben wir. Holy moly. Tja. Ah, gute Frage, ey. Bram, du fühlst dich eigentlich einsam und möchtest näher zu uns. Glaube ich auch. Ich gehe schnell schiffen, ja, ich bin ja eh gleich erst dran. Ja, geh du kurz schiffen, das ist fein. Könnten das machen. Das, mach ich das. Sit machen, dann macht er Sit. Sit. Also ich mach den Zug. Dann macht er den. Wahrscheinlich. Ah, ne, stimmt gar nicht, der wird mit dem Bus dahin fahren. Okay, das heißt, Peter steht sogar nachher da, das heißt, Grün ist gar nicht mehr innerhalb des Spielraums. Heißt nur Blau. Okay. Wir könnten das hier machen.
Nein, wird es besser. Du verarscht uns eh, wo du nur kannst, Bram. Okay, komm. Können wir das machen? Das ist egal. Das, eigentlich ist das cool. So, so. Was wird dann passieren? So, der so, der so, 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 so und so. Solange wie der Dude immer überlegt, habe ich echt das Gefühl, dass der doch vielleicht da bei uns ist. Jetzt hab ich den ganzen Instagram gleich durch. Tut mir leid. Ich meine, wir überlegen auch immer lang, Bram, das musst du dir nicht leid tun. Rams Mindgames sind halt, naja. Ich weiß nie. Ja, machen wir das so. Wir haben uns entschieden. Erstmal Bam verlinkt. War wichtig. Dürft. Okay. Jawohl! Da kam okay, die Doppelkarte! Wir hatten ihn! Also so, meint ihr wirklich, dass er da jetzt ist? Ist es ja, jetzt so war er. Dass er da ist oder er verarscht uns? Er wird keine Doppelkarte verschwenden, wenn er hier unten links wäre. Auf jeden Fall müssen wir jetzt eine Menge malen. Ja, oh ja. Mal. Okay, nächste Farbe malt. Nee, meinen Sie mal die Option weg, wo er war. Ich wollte gerade sagen, wieso. Christian. Und du das. Was denn? Ja, du hast gerade die Pfeile weggemacht. Nee, und auch den Doch, Kreis. Ich habe nur die Pfeile weggemacht. Ja, die werden mit weggemacht. Die 58 war auch eingekreist. Ja. Nee, die habe ich letztes Mal schon weggemacht. Da könnte er sein jetzt. Nee. Jetzt, ja, genau. Gewesen sein. Also nee, gewesen sein. Ja. Erster Zug. Gut. So, das heißt. Oh, wir haben richtig gut zugemacht. Er konnte über keine Brücke fliehen. Er kann nur nach rechts richtig fliehen. Warte mal, dann mache ich wieder blau, okay? Damit das nicht zu verwirrend Kannst wird. Kannst du sogar die 141 lassen, weil er könnte zurückgefahren sein. Genau, ja, 141, dann kann er halt hier auf die 118. Zu ja. Christian kann er nicht, zu mir kann er nicht, zu Jay kann er nicht. Nee, warte mal, das ist... Zu Jay kann er hier unten aber Jay auch nicht. Ist rot. Korrekt, die Aussage weiterhin. Ja, ja, ich. Okay, da er kann sein. Von da. Da. Nee, da kann er nicht sein. Nee, 142 doch, kann er kann nicht er sein. Kann er sein. Ah, doch, 158, 142. Da stimmt. Kann er sein. Ah, also, okay. Das auch mal. Andersrum auch. Smart. Stimmt, andersrum geht auch. Das gleiche gilt auch für die 134. Er kann auch da im Dreieck gefahren sein, ja. Er kann aber nicht auf der 133 sein, okay. Ja, 143. Ach so, er kann von da darüber, ja. Ich glaube, die ist am wahrscheinlichsten sogar. 129. Ram fährt schon wieder zu seiner Oma. Ach du da, darfst du hier so über Eck fahren? Das ist ja super assi. Was soll das sonst heißen? Okay, das ist... Und da unten lassen wir jetzt einfach alles offen, weil der Rest... Ja, das ist... Christian ruhig wegmachen da unten. Da ist ja. Meins verloren, wenn er jetzt da unten ist. Also ich gehe schon fast davon aus, dass er da unten ist. Nur weil dann hätte er kein Doppelticket verschwendet. Das weil du uns so dann maximal stark. Nach rechts schiebst. Ja, aber das ist ja egal. Nächste Runde sehen wir es doch eh. Also, ja. Nächste Runde sehen wir es doch eh. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, dann vorher noch ein Doppelticket zu verballern. Ja, wenn wir es doch jetzt eh sehen, warum sollte der dann genau hier sein, wo wir am besten agieren können? Weil er ein Doppelticket genommen hat. Ja, Christian, die Alternative ist, der ist hier unten und ist jetzt, keine Ahnung, hier. Ja, genau. Aber dann bringt uns das jetzt auch nichts, jetzt schon mal anzufangen, in die Richtung zu laufen. Nee, ja, das ist besser, da wird drauf spielen, wenn er hier Peter, ist. Da, wenn. Na, da ja. Bist du, wenn, okay. Da bin ich, wenn. Ja, weil 93, 81, dahin und da kannst du mit dem Bus nämlich hier weg. Ja. Okay. Wir hatten ihn nämlich fast.
Scheiße, hätten wir uns doch mal nicht dafür entschieden. Hätten wir uns doch mal nicht breitschlagen lassen von Bram. Okay, Party People. Wovon breitschlagen? Was habe ich getan? So, du hast dafür gesorgt, dass ich zu 159 gegangen bin und nicht zu 157 und Peter nicht zu 141. Ja, das ist mir das gar stimmt. nicht aufgefallen. Ja, das stimmt. Da war ich, das war so unwichtig, dieser Move von euch, dass ich da keine Rücksicht drauf genommen habe, was da genau passiert. Mhm. Mein Puls war die ganze Zeit 43. Okay, also ich hätte gesagt, ich fahre auf die 128 schon mal. Das ist, glaube ich, von meiner Position aus komme ich am weitesten Bram, hinter die. Bram 43 ist ja auf der 143 gerade drauf. Ja, glaube ich auch. Das wäre jetzt Freundschaftsversprecher des Todes gewesen. Wir haben die 143 eingegrenzt. Warum sollte er nicht? Oder es ist direkt neben ihm. Ich glaube, die 143, also ich glaube am ehesten, dass der auf der 129 oder 143 ist. Das ist wirklich am besten weit weg von uns. Und ich würde einfach auf die 128 fahren. Ja, warte, bevor du jetzt irgendeinen Zug machst. Das hat erst ich ziehe ja eh nicht. Auch tun. Also solange der auf diesen Taxi-Dingern ist, ist ja eigentlich egal. Überleg halt erstmal, was ich machen könnte noch und Peter, die vor dir sind. Ja, dann fahr, ja, aber doch, guck mal, dann fahr du doch nach rechts und Peter auch. Nee, guck mal. Jay kann auf die 158. Sepp kann auf die 128, Peter kann die 133 wieder die Lücke dazu die, machen. Die Brücke zu machen, genau. Und Christian fährt auf die 134. Ja. Oder auf damit die 116. 116. Die Sache ist halt hier oben einfach. Weil rechts oben ist halt nicht viel. Über die 133 könnte Peter immer noch quasi da oben hin. Ich glaube persönlich, er versucht zu 108 zu kommen. Okay. Ich glaube, er will wieder Bus fahren. Ja, glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass er da muss der Bram hin. Hey, ne, lass doch den Mut aus dem Spiel. Also gehen wir nochmal durch. Jonathan geht zu 158. Mhm. Peter geht wohin? 133. Ich kann auch hier hin. Aber Peter könnte auch 42 gehen. Da kann aber. Ja, okay, aber sonst könnte er nach links 128. weg. 128, ja. Sepp ist nach Peter dran. Das ist nicht unwichtig zu wissen wegen dem Abhauen. Gleich. Peter wäre relativ blockiert von Sepp. Und du von mir. Ja. Dann fahrt doch andersrum. Das geht nicht. Geht leider nicht so. Dann nimmst du Jay, der fährt bis 172, blockt hier den Weg. Nee, Bram, ey! Schnauze jetzt hier! Immer wieder eine Runde. Vielleicht stehst du gerade auf 158. Nochmal, dass wir dich nicht mehr uns hier nicht voll labern. Ja, aber bisher will doch gar keiner auf die 158 fahren. Doch ich. Jay. Achso, du. Entschuldigung, okay. Hey, fahr auf die 158. Also, ich würde eher. Tatsächlich smarter, wenn ich hier hingehe. Ja, ich würde eher versuchen, quasi hier eine Wand zu bauen. Und ihn wie Vieh in die Richtung zu treiben. Ja, ich verstehe. Das bedeutet 158 geht Jay, Peter deckt die 133 ab, damit kann er höchstens noch 124 sein, aber dann nur noch in die Richtung laufen. Ja. Christian macht was? Sicher? Da ist er super unbeweglich. Aber da kann er da oben abhauen, da ne? Ich halt nie wieder. Ja. Das ist das Problem nachher hier, ne? Deswegen, also ich würde schon eher gucken, auf die 116 zu gehen. Ja, aber dann kann er jetzt auch auf 134 sein und dann wieder da. Genau, dann kann er halt auch direkt bei. Der kann halt überall abhauen. Also es ist schon nicht so dumm, einfach nach rechts erstmal zu treiben. Die Sache ist, ich hätte auch trotzdem ehrlich gesagt gerne hier trotzdem ein. Ich nicht, dass er auf dem Feld steht, wo wir theoretisch direkt drauf können. Das hat er doch gerade schon gemacht. Hat er gerade schon gemacht, ja. Wenn das wirklich weißt der Fall doch, ist, wenn er nicht da unten ist. Wahrscheinlich labern wir die ganze Zeit, der ist wirklich hier unten. Ich glaube, der ist da unten. Wieso überlegt er da immer so lange? Da gibt es überhaupt keinen Sinn. Alles klar, also ich fahre auf die 134 mit einem Taxi-Ticket. Huiuiuiui, Bram, ey, du machst uns fertig, machst du uns. Mentale Spielchen gehören dazu. Wetten, der ist jetzt trotzdem unten links und hat uns einfach nur hart verarscht, finde ich gut. Findest du gut? Würde ich feiern, Bram. So, Jay. Ist dran, Jay ist dran. Der noch da?
Oh, scheinbar nicht. Okay, raus. Ho, ho. Krankenwagen rufen. 110. Warte. Robin hat gerade gesagt, er geht mal kurz weg. Das wäre jetzt natürlich... Als ob. Hm. Tja. Okay. Okay, so, machen wir einfach Jay seinen Zug? Nein, machen wir nicht. Ja, ja. Guck mal, da kann er schreien. Jay da kann er schreien. Taxi zur 186. Ja, dann schaltet mich halt lauter. Ich geh mal pissen, ist doch eindeutig, dass ich kurz gepinkelt bin. Ey, wir waren mega in the game. Das hat keiner gehört, das muss aber komisch sein. Ich hab das mitbekommen. Mega in the game. Ich hab das mitbekommen, nicht realisiert. Warum sagst du es dann den Dummen nicht? Jay, dein Zug. Hab. Ja, 158, ne? Sicher? Ja. Taxi. Okay. Bram ist tot. Nice. Nee, Bram ist nicht tot. Long live the Brammen. Ja, Bus. 133. Das fährt Peter gerne. Ja, mega. Willst du nicht da hin? Nee, wollte ich nicht. Du wolltest, dass er dahin fährt. Ich fahr underground. Ich nehme Verfolgung. Das ist Peter. Ach, das ist Peter, oder? Sorry. Grün, blau, Schwäche. Wir haben ihn! Jawohl! Ich wollte unbedingt bei euch bleiben in diesem Spiel. What the fuck? Er hat gespielt. Aber also dann würde mich mal interessieren, was hast du denn gedacht, wo Sepp hingeht? Ich habe tatsächlich also hast darüber gedacht, er geht über die Brücke? Ich habe gedacht, er wird die Brücke zumachen und Peter wird sich dahin stellen. Ah. Ach, deswegen hast du gesagt, Peter. Wolltest du nicht dahin? Warum wollte ich nicht? Dachte ich nämlich tatsächlich, weil ich dachte so, hier mit den U-Bahn-Tickets, die Sepp noch hat, weil er dann nur noch zwei hat, will das auch, nicht machen. Er hat ja auch die 143, mein ja, ja. 43, weil das neben ihm war. Ja, ja. War schon klar. Zeig mal, wie du okay, gefahren bist. Wo bist du denn gestartet? 100% Winrate! Yes! Wie klein! Moment, okay, warte mal. 86. Da ist die 141. Ernsthaft? Ja. Ach, das ist doch... Ja, als ihr den Move gemacht habt, sag ich auch so, mein Puls ist 43. Mein Puls ist 43. Ja, 443! Also, du bist hier gestartet. Ja, ich bin da gestanden, wenn du bist hier gelaufen, mehr hab ich gar nicht gemacht. Ah, ja. Also, du hättest halt immer weggekonnt. Also gerade hier bei dem Move hätte man halt weggekonnt, aber ich wollte immer so, ich habe glaube ich diesmal drei oder viermal geschafft, neben einem zu stehen. Statt hier, da stand Sepp irgendwie da. Nice. Da stand ich da, da stand ich hier. Nice, ey. Ja. 33, krass. Von Jay. Ja. Du hättest halt sonst sein können. Hat der Bram ein bisschen gespielt? Der safeste Zug wäre gewesen, hierhin zu gehen, hierhin rüberfahren und dann mit dem Bus weg. Ja. Genau. Geil. Ja. Das ist getan. Ich hätte eher gedacht, du bist auf der 143. Ich bin jetzt irgendwie mega verwirrt. Ich habe mich seelisch darauf eingestellt, dass wir noch die nächsten zwei Stunden hier sitzen. Ja. Und tut mir leid. Irgendwann wäre halt nochmal der schwarze Ticket Doppelmove gekommen, der uns dann völlig in die London hat es wohl geschneit und da haben wir wohl die Fußabdrücke vom Bram gesehen. Ja. Ich denke auch. Das ist auch nicht gerade. Ja, war gut gemacht. Was soll man auch machen, wenn der Peter auf Brams Mom startet, dann machst du halt nichts. Ja, hast du halt echt nichts gemacht. Die hat bestimmt verraten und dir immer so Tipps gegeben, weil ich ja regelmäßig unterwandert habe. Weil ich so gut war. Oh. Ja, das war auf jeden Fall spannend. Ich muss sagen, gegen 4 ist auf jeden Fall... nicht nur das. Du hast halt die meisten Straßen, oder nicht die meisten, aber viele haben ja wirklich nur so ein Viererkreuz, ja? Und mit den 3 hast du halt immer dann den einen offenen Weg. Okay. Mit 4 ist halt echt schon krass, wie viel sich da auf der Karte tut. Ja, aber du hast es halt auch stark drauf angelegt, ne? Also bist ja nicht auf safe gegangen. Das ist ja dann schwieriger, also Leute zu verarschen. Wärst da unten gewesen zu viert, wenn du klug gewesen wärst. Also, wie gesagt, für mich warst du da unten, hast dein Doppelticket benutzt, bist mit dem Taxi irgendwo hier hingefahren, um dann zu einem Underground zu kommen. Ja. Haben wir nicht gemacht? Finde ich gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch auf jeden Fall einen Daumen da und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Scotland Yard. Haut rein, ihr ganz Schnittchen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.